Jo Leute, was geht ab und willkommen. Wir reagieren heute auf Erkenne den Ex-Millionär. Ja, mal was Neues. Wir hatten mal, wir hatten in Dubai die Folge Erkenne die Millionären. Genau. Aber das war richtig kompliziert. Ihr wisst ja, wir haben alle nichts verstanden. Da geht es um Aktien und Sonstiges. Aber hier wird es vielleicht auch wieder darum gehen. Ja. Deswegen vielleicht werden wir ein bisschen lost sein, schon mal vorab, ja? Wenn es um die Millionen geht, dann bin ich immer da. Boom, Leute! Mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich erkenne den Ex-Millionär. Das heißt, es handelt sich heute um einen Millionär, der seine Millionen leider verloren hat. Also ein extrem spannendes Thema. Ich freue mich extrem drauf. Vor allem, ich habe ein kleines Special in der Jury, womit wahrscheinlich die wenigsten von euch rechnet werden. Aber an der Stelle, Freunde, würde ich sagen, schnappen wir gar nicht mehr groß rum, sondern bitten unsere Special Guest. Einmal bitte! Okay, wo ist dein Special Guest? Ah, geil, Digga. Ja, Mann. Ach, wer ihn kennt, der war bei der Folge Erkenne den... Was? Kriminellen? Was? Kriminellen? Ich weiß es nicht. Nein, es war nicht der Kriminelle. Erkenne den... Gekidnappten? Ja, gekidnappten, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, aber er war aber dabei. Er hat uns hops genommen. Er hat einen Blockbuster uns einmal so schön vorgestellt. Ich habe alles geglaubt. Er hat jeden hops genommen, also er ist sehr geil. Fight! Forcella, ja! Frankie, sehr geil. Du machst mir Angst. Was geht, alles gut? Was geht? Servus, Frankie. Was geht? Setzt euch, macht es euch gemütlich. So, servus, ladies and gentlemen. Einfach Ryan Hayashi heute hier, wie geht's dir, alles gut? Oh, es geht mir gut. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Einfach Ryan Diese Hayashi. Seite vom Tisch. Ich gebe mein Bestes, die Leute auseinanderzunehmen. Ich glaube, wegen dir haben die Menschen jetzt Vertrauensprobleme da draußen. Ich glaube, ohne Spaß, Alter. Ich habe so viele TikToks gesehen, nur über dich, ne? Das war echt crazy. Und dann 4-7 hier, Bruder, wie geht's dir, alles gut? Mir geht's super, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge. Wird nice, ich bin Fan, let's go. Okay, Leute, let's go. Erste Runde, hier. Dann kommt so ein Beat, dieser 1-100 oder wie? Drück auf den Beat. Ja, so. N100, genau. Ja, N100. Ich bin Fan von deinem Format, Alter. Ich danke dir. Ohne Spaß, richtig stark. Und Frankie, Bruder. Guck mal, ich will nicht viel sagen. Ich will alles sofort rausgehen. Ey, Bruder, ich liebe dich, ne? Seid gespannt, Leute. Ich will nicht. Geil. Heute haben wir das Thema Ex-Millionär. Das heißt, jemand war mal Millionär und hat jetzt seine Million verloren. Das heißt, ist nicht vernünftig mit seinen Finanzen umgegangen. Alright, dann würde ich sagen, ganz wichtig, Freunde, bevor das Video losgeht, checkt die bitte ab. Alles von denen in der Videobeschreibung drin. Und dann würde ich sagen, starten wir gar nicht groß rum, sondern bitten unsere Teilnehmer. Let's go! Oh, geil! Okay. Was geht jetzt ab? Ey, man muss sagen, dieser Ryan ist einfach so Main Character. Ich feier sowas richtig, gell? Er ist richtig Main Character. Ich dachte gerade, der holt so Geld raus. Die können heute nicht so 500 Euro verdienen, sondern so richtig viel, weil die haben ja Millionen verloren. Genau. Aber ich glaube, der will nur mitschreiben, weil der ist auch Lehrer. Achso. Nein, der ist Zauberer, glaube ich. Der ist Zauberer, aber der hat auch gesagt, dass er Englischlehrer ist oder so. Oder? Echt? Ja. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Let's go. Spannend. Was schätzt ihr so? Erster Eindruck? Ich glaube, wir müssen die Storys lernen. Glaube ich auch. Ryan hat sich ja richtig vorbereitet, ne? Genau. Mit Notizblock. Ich werde alles genau notieren. Das ist ich werde es rauskriegen. Auf meine geil. Art. Aber finde ich gut. Vorbereitung ist alles. Sehr stark. Spannende Teilnehmer. Oh mein Gott, das ist dieser Einserschüler in der Schule. Ja. Voll süß. Ich glaube, der nimmt das richtig ernst, wenn die Leute kommen so in die Jury, machen so, ob wir gewinnen oder nicht. Das ist alles Unterhaltung. Ja. So, ich werde alles aufschreiben und dann auseinandernehmen. Geil. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht groß rum, sondern fangen direkt mal mit der ersten Story vorne rechts an. Ganz hinten links könnte so ein Bitcoin-Millionär werden. Also sein, wegen des Crashes. Ich glaube, ich sehe es in die Augen, während die Storys erzählen. Okay. Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Belozerkov. Ich
komme jetzt zu meiner Story. Und zwar, ich bin vom Wirtschaftsgymnasium geflogen. Dann habe ich eine Vertriebsstelle angefangen, gemeinsam mit meinem Bruder. Der hat mich aufgenommen quasi. Nach einem Jahr haben wir Sales. Ja, bevor der erzählt, irgendwie sieht er aus wie diese Leute, die sagen, komm jetzt in die WhatsApp. Ja. Und dann bist du so und so. Sieht so aus wie so jemand, der bei der Bank arbeitet. Ich finde schon, er sieht aus wie ein Millionär. Auch wie er sich vorgestellt hat. Immer so, aber hallo, Hanna, mein Name ist Alexander und so direkt so flüssig. Wir haben doch immer, bei jedem Thema hatten wir eine Person, die dieses Ganze so zum Beispiel als Millionären verkörpert hat. Zum Beispiel der eine hinten mit der Brille und dem Anzug. Ja. Da denkt man sich so, Business Millionär, und so. Weißt du, ja, genau, wegen Anzug und die sind es am Ende nicht. Ja, ich jetzt nur so vom Bauchgefühl. Irgendwie hat der was, ich weiß nicht. Ja. Gebrochen und haben dann eine eigene Vertriebsniederlassung aufgebaut im Bereich Photovoltaik und Solartechnik. Das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass wir ein Unternehmen im ersten Jahr bereits 1 Million Euro geknackt haben, Umsatz. Im zweiten Jahr 6 Millionen und das ging dann so weiter, so dass ich nach 2 Jahren schon Vermögensmillionär war. Und dann habe ich meine Firmenanteile verkauft. Ich hatte 50% an der Firma. Die Gesamtsumme war 2,4 Millionen. Somit habe ich 1,2 Millionen bekommen. Also das ist erstmal, wie ich zu den Millionen gekommen bin. Und wie hast du deine Million verloren? Ich habe dann in ein weiteres Unternehmen investiert. Das war LED und Smart Home Technik. Und ich bin nicht in diese Karenzzeit gekommen von 6 Monaten. Als Unternehmer musst du innerhalb von 6 Monaten investieren, sonst zahlst du eine gewisse Ertragssteuer. Dann hat das Finanzamt bei mir quasi erstmal 200.000 Euro vom Konto gezogen und dann waren nochmal 40.000 Euro offen, Steuern. Dann wurde mein Konto gepfändet. Also dadurch, dass ich Geld investiert habe und das Finanzamt das Geld gezogen hat, habe ich quasi nicht mehr die Millionen gehabt, sondern ich hatte dann viel weniger. Dann habe ich aber das Finanzamt verklagt. Okay, und worauf verklagt? Darauf, dass ich, es waren nur Tage, nach den 6 Monaten waren nur minimale Tage, dass ich investiert hatte, zu spät. Und dann habe ich eine der besten Kanzleien in Düsseldorf beauftragt, die dann mit denen 2 Jahre lang gekämpft hat. Hast du gewonnen oder verloren? Nach den 2 Jahren habe ich gewonnen, ja. Aber das heißt ja, dass du das Geld wiederbekommen haben müsstest, oder nicht? Naja, die Story geht ja weiter. Die Firma, in die ich investiert habe, die ich aufgebaut habe, die lief dann nicht so erfolgreich. Währenddessen, ich musste der Firma noch ein Darlehen geben von 100.000 Euro. Ich habe noch eine Wohnung gekauft und habe mich dann die Jahre selbst finanziert. Das heißt, ich konnte mir aus der Firma nichts nehmen. Insofern wurde es immer weniger Geld bei mir. Und dann habe ich mich auch noch scheiden lassen. Dann musste ich an meine Ex-Frau etwas bezahlen. Eine Summe, die quasi offiziell war und eine Summe, die inoffiziell war. So, und damit habe ich quasi die Millionen nicht mehr gehabt. Weder Vermögen noch in Summe. Was ist dein jetziger... Es sind immer Frauen. Also eigentlich bei die Frau reichsten... hat sich dann zum Ex-Millionär gemacht. Ja, bei den reichsten Männern der Welt liegt es immer an der Frau, warum sie nicht mehr der reichste Mann der Welt sind. Weißt du? Ja, ich weiß nicht mehr, wer es ist, aber das sind immer so zwei, die sind so Kopf an Kopf. Aber der eine hat sich entscheiden lassen und dein Bruder, ne? Ja, ist zurückgefallen. Ehevertrag. Ja, nur ganz ehrlich. Frauen können einiges. Gegenstand, wenn du drüber sprechen möchtest. Also ich bin jetzt in Krypto investiert. Wie wir wissen, ist Krypto gerade gedroppt. Während Krypto jetzt 70% quasi Minus gemacht hat, bin ich momentan 30% weniger. Aber ich bin jetzt bei Krypto circa bei 240.000 und habe noch eine Immobilie. Okay, also den fand ich bis jetzt sehr authentisch. Okay, so. Ja, spannend. Dürfen wir jetzt fragen? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 35. 35. Wie alt warst du, als du diese 1,2 Millionen... Ich habe mit 22 gegründet. 4 Jahre später, ich war so circa 26, habe ich die Company verkauft. Das heißt, 4 Jahre lang hattest du als Assets 1,2 Millionen. Das war ein Solarboom, Photovoltaikboom. Wir hatten die Energiewende in Deutschland. Ja, wir konnten die Solaranlagen wie Semmel verkaufen quasi. Er ist so authentisch, weil alles, was er gesagt hat, stimmt. Ist so kein Haken dabei. Vielleicht hat er sich vorbereitet. Das stimmt natürlich auch. Du warst ja Vertriebler, was nicht hast du denn verkauft? Wahrscheinlich wenn er so getreten. Ja. Deswegen ist ein paar Sachen, die er sagt, das geht halt zu schnell. Ich check nicht alles. Ein paar Sachen check ich, ja, ich hatte BWL in der Schule. Ein paar Sachen bin ich dabei. Junge, ich fand in BWL, deswegen doch nicht. Ich bin so mit Wirtschaften sowas, bin ich ja gar nicht drin, Leute. Ja. Und auch gerade alles, was er gesagt hat, ja, ich schwör's dir, ich denke so, what the fuck? Ja, er ist in einer ganz anderen Branche. Bei Scheidung dachte ich mir so, oh, da sind wir dabei. Fahrtechnik, Photovoltaikmodule, die Sachen, die aufs Dach kommen. Okay, und wie habt ihr die Kunden generiert? Damals haben wir die abtelefoniert. Kaltakquise. Termine gemacht, rausgefahren und dann haben wir angefangen, auch Werbung zu machen. Also du bist Vollblutvertriebler? Ich würde nicht sagen Vollblutvertriebler, ich bin gut im Verkauf, aber es gibt bessere. Ich bin eher Vollblutunternehmer. Was, wenn ich jetzt ein Kunde wäre und du möchtest mir Solartechnik jetzt verkaufen und ich sage, das ist mir zu teuer. Was ist als Vertriebler deine Antwort? Dann würde ich dir eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen, dass ich dir dein Invest darstelle, dass du siehst, okay, du investierst so viel. Nein, was ist dein erster Satz, wenn ich sage, nein, das ist mir zu teuer? Du bist ja am Telefon. Dann würde ich dir mehr Informationen geben, weil dann würde ich davon ausgehen, dass du nicht genug Informationen hast. Oh, Frau Seven kennt sich aus. Was wäre denn eigentlich? Ach, er kommt so realistisch rüber. Darf ich ihm Hand geben? Geht das? Ich stehe auf unserem Schwert. Sag nur Hallo, ganz freundlich. Andreas, richtig? Hallo, ich bin der Ryan.
Dann nimmt er gleich in so Knacken und sagt so, ey, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bewege, keine Angst, ich bewege meine Füße gar nicht. Sag nur Hallo. Was hast du in der Hand? Was ist das? Mikrofon. Okay. Ist es deins? Nein. Lüg mal. Sag, dass es deins ist. Es gehört dir. Wisst ihr, was er gerade macht? Guck mal, er ist der Magier. Das heißt, er ist eine Eins in Täuschung. Ja, ja. Er muss ja täuschen und die ganze Zeit ablenken und sowas. Ja, genau. Und deswegen will er gucken, wie er mit den Augen oder wie er gerade mit der Mimik spielt, während er eine Wahrheit sagt und während er lügt. Ja, er will gucken, wenn du lügst, zum Beispiel, wenn jemand lügt, ist ja überall anders. Zum Beispiel, wenn Tutti lügt, dann guckt sie zum Beispiel weg, Augenkontakt vermeiden oder guckt auf den Boden, während sie lügt. Deswegen hat er gesagt, ist da ein Mikro? Er hat gesagt, nein, ist ja die Wahrheit. Dann sagt er, okay, jetzt lüg mal, sag ja. Und während er dann sagt, ja, guckt er vielleicht weg oder stottert, dann weiß er, ja, wann er lügt. Weißt du, das ist voll schlau. Was meinst du? Spürst du das? Weißt du, was ich hier mache? Ach, Puls fühlen. Was glaubst du, was ich mache? Hypnose. Nein, spürst du, das ist Puls. Wie alt bist du? 35. Jetzt lüg. 24. Danke. Okay. Ey, der Arbeit sind da doch schon. Er war gut. Er ist gut. Die Frage aller Fragen, Ryan, warum hast du eigentlich dein Schwert dabei? Wofür? Ich bin es gewohnt, Nahim. Läufst du immer mit dem Schwert rum? Ja, ist chill. Ist Samstag. Das ist einfach so ein Style, Digga. Ich würde sagen, Mensch, er geht da so bei Aldi einkaufen oder so mit dem Schwert. Chill, ist Samstag. Familieneinkauf. Wieso? Hab mich ein bisschen gewundert, weißt du? Muss nicht sein. Muss man Angst haben? Trainieren oder schwimmen, dann okay, ich schläge das ab. Wenn du ein besseres Gefühl hast, Nahim, ich kann es hier ablegen. Alles gut. Dann würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Story erstmal weiter. Aber der war, also ich fand ihn gut, so wie er es verkauft hat. Ich glaube, er ist echt gut in Verkauf. Weil was ich hier gemacht habe, als ich ihm seine Hand gegeben habe, was Kamera nicht sieht, ich habe nur so gedreht, dass er im Halbkreis tanzt, zurück am Ellbogen zu messen. Weil Muskelspannung, wenn die Füße sich nicht bewegen, er ist blockiert, es kann sein, dass er lügt. Aber wenn er mich geht, das heißt, er ist locker drauf. Okay. Er hat. Stopp. Fuck, wir haben es vollkommen falsch interpretiert. Keiner hat es verstanden. Lieber interpretiert, anstatt einfach hier, ne? Ey, das ist voll groß. Guck mal, stell dir vor, er gibt dir so die Hand, er läuft zum Kreis, er macht so Dinger. Ich denke mir so, was machst du gerade, Bruder? Was machst du gerade, Bruder? Das ist jetzt so ein Yakuza-Ritual. Das ist so ein Yakuza-Trick. Das ist Yakuza-Trick. Wir sagen Hallo und dann. Hallo, ich bin Ralf Rental, 58 Jahre alt und ich hatte in den 90er Jahren ein Abrissunternehmen, das mit Sprengung abgerissen hat. Das war seinerzeit noch sehr neu auf dem Markt. Damals gab es das noch nicht so in der Form, wie wir es hatten. Wir waren in der Schweiz sehr viel tätig. Der Vorteil bei uns war eben, dass wir einen Abriss in viel kürzerer Zeit erledigen können als einen normalen Abriss und auch zu einem viel besseren Preis. Das heißt, wir hatten nach ersten Anfangsschwierigkeiten unfassbar viel Zulauf, das hat sich schnell rumgesprochen. Wir waren super erfolgreich die ersten Jahre. Wir haben in Deutschland gearbeitet, in der Schweiz und teilweise in Österreich. Ja, so bin ich zu den Millionen gekommen, in D-Mark ungefähr 6-7 Millionen, die ich auf dem Konto hatte. Und die Millionen. Wann war das? Ab 95, 96 so ungefähr. Wir hatten natürlich auch viel Konkurrenz, also normale Konkurrenz, die auf übliche Weise abreißt. Also wir müssen da versichert sein für solche Abrissunternehmen. Und deshalb muss die Versicherung immer einen eventuell eintretenden Schaden decken. Das geschieht damit zum Beispiel, dass Formulare hin und her geschickt werden. Und in dem Fall, in dem einen letzten Fall, war es so, dass der Sprengmeister, der die Formulare ausfüllt und kontrolliert, der hat auf den Brief an die Versicherung einfach das falsche Porto raufgeklebt. Das heißt, der Brief ist dann nie angekommen. Er kam irgendwann zurück. Keine Person hat es gemerkt. Das heißt, die nächste Sprengung, der nächste Abriss, war einfach von der Versicherung nicht gedeckt. Es gab für den Abriss keine Deckung, keine Versicherungszusage. Das Problem ist, wir hatten zu der Zeit angefangen, in Russland Sprengstoff dazu zu kaufen. Und wir kannten das Unternehmen noch nicht so gut. Leider haben die dann mitunter sehr mangelhaften Sprengstoff geliefert, der eine andere Wirkung hat, als er hätte haben müssen. Und so sind zwar natürlich die Sprengungen richtig berechnet worden, aber mit dem falschen Sprengstoff ausgeführt mitunter. Und das heißt, wir hatten ein riesiges Fabrikgebäude, das wir sprengen mussten. Es lief alles nach Plan, aber das Problem war, da waren zwei halbgroße Schornsteine und ein riesiger Schornstein. Das Problem ist eben, dass die Sprengkraft von dem russischen Sprengstoff sehr schwach war. Der hätte aber stärker sein müssen, sodass man. Gab
ganz kurzer Stopp. Es ist gerade sehr umfangreich. Er erzählt sehr viel. Ihr kennt doch diese, also so Sprengungen, wenn zum Beispiel ein Gebäude gesprengt wird und so, dann kommen irgendwelche Firmen, also solche Sprengungsfirmen, und danach, das muss so richtig gut berechnet sein. Das machen wirklich so richtig so Profis, weißt du? Ja, genau. Die haben dann deren Zünddinger, platzieren die dann irgendwie punktuell und die versuchen das so zu sprengen, dass es so wenig wie möglich Dreck macht und genau, Staub. Genau. So die setzen es dann zum Beispiel so an die Wände, so, dass wenn es stürzt, es nicht umkippt oder so, dass es so aufeinander stürzt. Oder weißt du, ich meine, sowas genau. Halt. Die und jetzt ist es das Ding, wenn diese Sprengdinger, wenn die manches aus Deutschland hatten und die andere war aus Russland, und das hat dann nicht die gleiche Qualität oder sprengt anders hart, ja, genau. Dann kann es ja sein, ich denke jetzt mal, vielleicht will er darauf hinausgehen, dass es dann so gegangen ist, zur Seite, andere Gebäude wurden irgendwie verletzt oder so. Ja. Es war nicht versichert, so, weißt du? Genau. Dann musste er das decken. Ich glaube, es kommt sehr viel auf die Versicherung an. Er hat ja auch gesagt, der Brief von der Versicherung, dass das alles abgeklärt wird, der wurde zurückgeschickt und keiner hat es gemerkt. Weißt du, bestimmt hat es auch damit was zu tun. Wir hören mal weiter. Ja. Raussehen kann, wohin die Abbruchteile fallen. In dem Fall war es so, dass der große Schornstein gerade... Ich glaube, der erklärt zu detailliert. Dann bei der Sprengung voll in die falsche Richtung gefallen und auf eine anliegende Aldi-Filiale, die komplett platt war. Und natürlich auch noch Eigentum der Stadt und andere Sachen, PKW, die da standen. Völliger Schrott. Wir hatten keine Versicherung. Aldi hat natürlich geklagt. Alles völlig zu Schrott, war nichts mehr zu machen. Und so habe ich letztendlich wirklich alles verloren. Also das gesamte Kapital, auch das Privatkapital. Komplett. Also das gesamte Geld, was ich hatte, hat nicht mehr ausgereicht. Habe ich eine Frage, wenn ihr irgendwas sprecht. Aber da denke ich mir, ja, sag du, ich glaube 24, heißt der? Nee, der ist 47, gell? Ja, was ist 24? Keine Ahnung, Digga, ich wollte gerade 24-7 sagen. 24-7, würde ich sagen, Digga. 47, ich glaube, der hat recht, der erklärt vielleicht zu detailliert. Als er angefangen hat zu sprechen, irgendwie kam mir direkt in den Kopf, er ist ein Schauspieler. Ich weiß, ich will erstmal die anderen hören, weil die ersten zwei waren halt super stark. Halt, dazu könnte ich ja so etwas sagen. Was? Genau, weil er ja so genau detailliert erklärt, ja, dann denke ich mir so, das hat doch was mit seinem Alter zu tun, weil ihr kennt das doch, ja, ältere Leute reden so viel und so detailliert. Ey, weißt du noch, als wir im Mediamarkt waren und da war ein Typ und hat mich so gefragt, ob ich am Apple-iPhone da interessiert bin. Ich so, ja. Dann hat er mir eine Stunde über so ein Samsung-Handy irgendwas erklärt, so richtig detailliert und keiner hat gefragt, ich habe ihm zugehört aus Respekt. Es war echt sehr süß, so aus Respekt zugehört, aber irgendwann hat es genervt. Ich kann was mit dem Alter. Wir müssen los. Ja, ich habe das Gefühl, unsere jüngere Generation versucht schneller zu reden, schneller auf den Punkt zu kommen. Wir lassen Artikel weg, damit der Satz noch schneller geht. Weißt du, ich meine, die ältere Generation, ne? Die ist da ein bisschen ausführlicher. Aber jetzt weißt du, worauf ich hinausgehen würde? So eine wichtige Sprengung. Das ist so gefährlich, weil es kann immer schief gehen und sowas, ja. Warum ruft man nicht, bevor diese Sprengung stattfindet, die Versicherung an und fragt, ey, ist der Brief angekommen oder sonstiges? Manchmal, also ich hasse es, per Brief zu senden. Ich mache immer lieber per E-Mail, weil ich weiß, es ist angekommen so. Mhm. Weil ich frage dann auch immer, senden Sie mir bitte eine Bestätigung, dass es angekommen ist. Genau. Weißt du? Aber mit Brief denke ich immer so, ja, dann sagen sie, es ist nicht angekommen und so. Ich rufe immer überall an und sage, haben Sie das bekommen? Haben Sie das? Ist das bezahlt? Ja, aber vielleicht haben die es ja schon so oft gemacht, dass du irgendwann mal keine Lust mehr hast, immer so detailliert zu sein. Ja, und du traust damit ja auch den Postboten. Ja. Ey, wie oft hat unser Postbote einfach unsere Postboten Katastrophe. Ja. Ja, also ich fand die ersten zwei schon sehr stark. Die anderen müssen so schlecht sein, damit es die ins Finale schicken können. Das ist schwierig. Weil die sind schon, das ist sehr schwer, ja. Dann müsst ihr doch den Beleg vor euch haben, dass ihr das sprengen dürft von der Versicherung. Das macht ja alles die Buchhaltung und der Sprengmeister überprüft es. Aber ihr könnt doch nicht sprengen, wenn da kein Beleg vorhanden ist. Ihr müsst, also das ist ja das Wichtigste. Ja, natürlich ist es das. Ich verstehe noch nicht ganz, okay, die Million hast du verloren. Welche Rechtsform hatte die Firma? GbR. Und diese 6-7 Millionen hattest du liquide auf dem Geschäftskonto oder war es Privatvermögen? Teils. 6 bis 7 Millionen Mark, wie gesagt, waren das. Ne? Teil war Geschäftskonto, Teil auf meinem Privatkonto. Und hattest du Vermögenswerte? Oder? Ja, ich hatte eine Immobilie natürlich, die ich selber bewohnte und ein Haus noch zum Vermieten. Zu welchem Preis hast du die Immobilie gekauft und zu welchem Preis dann vermietet? Das waren damals, glaube ich, ungefähr 350.000 Mark. Und zu welchem Preis vermietet? Die Immobilie, zu welchem Preis vermietet? Wenn ich mich richtig erinnere, waren das, glaube ich, ungefähr 700, 800 Euro, würde ich sagen, Mark kalt gewesen sein. Die Story ist nicht real. Also eine Sache machen Lügner sehr, sehr oft, wenn du eine Frage stellst, erstmal die Frage wiederholen, um in der Zeit sich Gedanken darüber zu machen, was ich jetzt antworte. Was soll ich sagen? Sie waren jahrelang Privatmillionär. Wie lange, darf ich fragen? Ich fand den so süß, er ist da mit seinen Notizen, machst du sie waren lang. Er ist wie so ein Richter. Ja, er ist echt so sympathisch, Mann. Geil. Waren ungefähr 3-4 Jahre müssen es gewesen sein. Okay, du Ralf, du bist 58 Jahre alt. Ja. Was für Schuhe hast du an?
ganz wunderbare Bildlederschuhe, würde ich sagen. Stehst du auf Lloyd-Schuhe, Dress-Schuhe? Tu ich nicht. Stehst du auf Uhren? Nein. Magst du Autos? Ja, wenn man... Nein, das ist er nicht. Letzte Frage. 3 bis 4 Jahre Privatmillionär. Was hast du die ganze Zeit mit deinem Geld gemacht? Naja, ich hatte, wie gesagt, eine eigene Immobilie. Ich bin mit meiner Frau gereist. Und das Geld gar nicht investiert, einfach liegen lassen? Ja. Und warum? Naja, es können ja auch wieder ganz schlechte Zeiten kommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es damals war, aber jetzt so viel Geld auf dem Konto liegen zu lassen, wäre... Ein richtiger Millionär weiß, wenn man investiert, macht man erst Minus, wenn du das Geld rausholst. Also er hätte es eigentlich investieren können und reisen können. Er hatte so viel Geld, er hatte mehrere Tausend investieren können und dann einfach drauf warten, was passiert. Ja, die haben ihn auseinandergenommen, jetzt glaube ich ihn doch nicht mehr. Scheiße, Digga, Ralf, Mann, rauch dich. Ja, ein Albtraum. Inflationsrate, Negativzinsen. Man kann es anlegen, man kann es auch nicht anlegen. Ich habe kein Vertrauen zur Bank, ich lege mein Geld nicht an. Du hast kein Vertrauen zur Bank, aber lässt ein paar Millionen auf dem Konto? Ja. Wenn die Bank nicht vertraue, dann lasse ich mein Geld nicht auf dem Konto. Ja, wo willst du denn sonst damit hin? Zu Hause. Nee, zu Hause gibt ja überhaupt keine Zinsen. Das ist ja, das bringt ja auch nichts. Damals gab es ja auf dem normalen Konto, glaube ich, bei der Summe 3, 4, 5%, wenn ich richtig erinnere. Aber das ist noch ein Punkt. Also ich habe einen Magier-Kollege, wollte ein kleineres Haus sprengen. Für ein Fernsehdreh, einfach so House-Explosion, das Ding ist weg. Von Genehmigungen, was er brauchte, und von Sicherheitsabständen, nicht nur von Leuten, von allen Fahrzeugen. Ja, ja. Das war sowas von gründlich alles geregelt. Du hast gesagt, da waren Autos kaputt gegangen während dieser Explosion. Was fielen im Trümmer. Der Schornstein fiel in die völlig falsche Richtung. Der sollte da gar nicht hinfallen. Also der Schornstein bleibt da nicht ganz. Es fallen ja Trümmer von dem Schornstein ab. Das ist das Problem. Der Hauptteil vom Schornstein ist einfach auf die Aldi-Filiale gefallen. Da gibt es ja viele Trümmer drumherum. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal ins Detail. Wir lassen die anderen erstmal noch sprechen, aber danke dir auf jeden Fall erstmal. Aber ich sage, machen wir mit dem nächsten erstmal weiter. Hallo, mein Name ist Yasa, ich bin 20 und ich habe meine erste Million mit Spielmanipulation gewonnen und dann noch verloren. Spielmanipulation? Was für Spiele? Sportwetten. Ja, Sportwetten. Vor 4 Jahren, als ich 16 war, habe ich angefangen im E-Sports-Bereich, im Spiel FIFA, kennen natürlich alle, auf vielen Turnieren mitgespielt und wollte dann bei einer Akademie anfangen, bei einer Organisation, die MNYC heißt. Da habe ich halt angefangen mit FIFA zu spielen, erst auf einigen Turnieren, etwas kleinere Turniere, weil ich halt auch nicht so bekannt war. Und dann hat sich das alles hochgespielt. Das Problem ist halt, es ist halt wirklich nicht so einfach, wie man denkt. Also wenn man das von außen sieht, ist es natürlich ganz einfach, man kriegt viel Geld, es ist viel entspannt und so. Wenn man 16 ist natürlich, hat man auch gar keine richtige Zukunft, also hat man gar keine richtige Festigung, man weiß nicht, was man später machen möchte. Habe ich halt alles auf eine Karte gesetzt, wollte in Richtung E-Sports gehen. Habe dann auch dementsprechend die Schule abgebrochen. Ich habe angefangen, habe ein, zwei, drei Jahre gespielt. Wann hast du die Schule abgebrochen? Ich habe dann meinen Hauptschulabschluss gemacht. Ich hätte auf die Realschule gehen können, dann aber da abgebrochen. Die Sache ist halt die, wenn man 16 ist, ist natürlich auch dieser Druck sehr groß. Man muss halt sich beweisen beim E-Sports. Es ist halt gar nicht so einfach, dass man einfach... Ja, warte ganz kurz. Er hat mit 16 angefangen, das zu machen und hat deswegen die Schule abgebrochen. Ja. Wenn er 16 ist, dann ist er wahrscheinlich dann... Dann war er in der 10. Klasse. 10. Ja. oder 11. ist man mit 16. Jahrzehnte, glaube ich. Wie kann er nur die Hauptschule gemacht haben? Dann davor aufgehört, nicht wegen der Sache. Wenn er Hauptschule gemacht hat, dann ist er bis zur 9. gegangen. In der 9. bist du wie alt? 14, 16. 15? In der 9. 15. Nein, da bist du 14, 15. Kennst du diese? Doch, nee, 14, 15 passt, hast recht. Nee, ich glaube, ich habe hier einen Fehler gefunden. 8 Stunden am Tag zockt. Man muss halt wirklich 8 Stunden am Tag Vollgas geben. Man muss halt die ganze Zeit Bestleistung zeigen. Und beim E-Sports ist das Geschäft sehr einfach. Bist du schlecht, wirst du rausgeschmissen. Warst du irgendwo in Nachrichten im Internet, dass man was lesen kann? Also so bekannt war ich ja auch nicht. Ich war ja bei einem kleinen Verein, der gerade aufgemacht hat, MNYC. Und jetzt halt zur Spielmanipulation. Vor einem Jahr, als ich 19 war, hat es dann auch so angefangen, dass es ein bisschen gerügelt hat. Ich habe den Spaß dadurch verloren. Wollte das dementsprechend auch aufhören mit dem E-Sports. Und halt, wie gesagt, mit dem Hauptschulabschluss auch keine richtige Zukunft gehabt. Dann habe ich angefangen mit der Spielmanipulation. War eine dumme Schnapsidee, dass ich einfach auf eigene Spiele setze, da mit einem hohen Geldbetrag die Spiele dann absichtlich manipuliere. Und deine Geschichte ist echt? Willst du mir die Hand schütteln? Und getippt hast du bei Tipico? Also bei Tipico kann man natürlich auch Geld setzen, aber bei mir war es halt so ein High-Roller-Prozess, das ist ein bekannter Fachbegriff im Sportwettenbereich. Bei einem hohen Summen, ab 70.000, 80.000, muss man halt bei extra Seiten setzen. Bei Tipico geht das natürlich nicht. Wenn die Story stimmt, dann ist es krass. Also echt. Vom Bauchgefühl her glaube ich ihm nicht. Ich auch nicht. Er wirkt sehr nervös. Klar kann auch sein, dass da eine Kamera ist, mehrere hunderttausend Menschen sitzen dort. Sehen, einer sitzt im Publikum vor ihm mit Schwert. Weißt du, ich hätte auch Angst, so von Natur aus. Aber guck mal, jetzt mal so mein Bauchgefühl sagt irgendwie, dass er was mit Comedy zu tun hat. Kennst du diese Leute, so Comedy, die gehen so auf Tour, auf Bühne und so. Er wirkt sehr sympathisch so und ich glaube,
es ist nicht so seine Welt. Vielleicht zockt er gerne und so, aber ich glaube nicht, dass er es jetzt auch nicht so professionell gemacht hat. Das, Alter, Spielmanipulation ist crazy. Wie hast du dann das Geld bekommen und wie hast du eine Strafe dafür jetzt am Ende bekommen? Die Strafe war halt erstmal, dass ich angeklagt wurde. In Deutschland darf man theoretisch natürlich als Sportler setzen. Problem ist halt dann beim ESBD, das E-Sports-Bündnis Deutschland, darf man, also die Regeln, das ist auch beim DFB so, man darf dann als Profifußballer dann nicht auf die eigene Liga setzen, das ist dann verboten, weil man dadurch halt auch mit Spielmanipulation Probleme geraten kann. Ich habe dann quasi auf eigene Spiele gesetzt. Bei FIFA ist natürlich ganz einfach. Man kann auf den ganzen Seiten setzen, kassiert Person A 2-3 Tore, kassiert er weniger als 3-4 Tore. Was ist bei der Klage dann rausgekommen? 3 Jahre Bewährung und eine hohe Geldstrafe. Die war wie hoch? 6-stellig. Konntest du die zahlen? Ja. Warte, du hast dein gesamtes Geld verloren? Oder? Ich habe dann einen hohen Millionenbetrag dann gemacht durch die Spielmanipulation. Ich weiß bis heute nicht, wie das rausgekommen ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass die Seite, auf die ich gesetzt habe, das irgendwie weitergeleitet hat, weil ich sehr viele hohe Summen in regelmäßigen Zeitabständen dann gesetzt habe. Bereust du das heute? Ja, erstmal ist natürlich blöd, weil es im Führungszeugnis drin steht. Ist halt ein bisschen schwierig da mit Ausbildungsplätzen und dann noch mit dem Hauptschulabschluss. Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Ich darf in gar keinen kompetitiven Bereich mehr mitmachen. Also sei es der DFB oder bei anderen E-Sports-Organisationen, geht nicht mehr. Da habe ich einen Aufschluss bekommen für 10 Jahre und... Was machst du aktuell jetzt? Hey, er sagt, er muss sich immer irgendwie was ausdenken oder so. Jetzt, wenn er jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sich bewirbt, weißt du? Ja. So ein bisschen das so gut reden. Also nicht gut reden, aber so... Ein bisschen erklären drehen, und sowas und so ein Drehen. Ja, genau. Dann denke ich mir so, dann wärst du doch der Letzte, der jetzt hierher kommt. Das läuft für immer auf YouTube, das sehen hunderttausende Menschen. Ja. Und dann denke ich mir so, dann machst du es dir nur noch schwieriger. Als ob, das kannst du nicht vorstellen. Ja, nee, der ist sowieso für mich schon so unglaubwürdig. Ich fand die ersten beiden so stark, obwohl der zweite ist jetzt auch schon ein bisschen raus für mich. Der erste war aber wirklich sehr stark, wo ich mir so denke, im Gegensatz zu dem, wenn man die jetzt vergleicht, ist der schwächer. Ja, ich finde auch nicht so gut. Ich finde die leider nicht so gut. Aktuell mache ich gerade, also will ich nächstes Jahr anfangen mit dem Studium. Was möchtest du studieren? Ich möchte Lehramt studieren, aber wird nicht funktionieren, glaube ich. Mit Hauptschulabschluss? Das wollte ich gerade sagen. Wie kann er jetzt Hauptschulabschluss studieren? Wie will er denn jetzt studieren? Was habe ich gemacht? Ich möchte Lehramt studieren, aber wird nicht funktionieren, glaube ich. Mit Hauptschulabschluss? Ja, genau, deswegen. Kann sein, dass die Geschichte ist so, aber... Das macht keinen Sinn. Das geht doch gar nicht. Was stand denn in der Anklage drin? Spielmanipulation und Wettbetrug. Ja, lass mal. Das ist hart. Oh, was sagt ihr? Das ist hart, also... Also wenn es real ist, ist es krass. Das klingt real. Das klingt irgendwie real. Willst du nicht in deine Hand geben? Check mal seinen Puls. Sam, komm bitte hier. Nee, wir machen es einfach. Hier. Ja, Sam, komm, setz dich. Hallo, hier, nimm bitte meinen Platz. Hier, setz dich, komm. Ja, Sam, genau wie Internet, die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit hat sein Limit, ja? Leg dein Mikrofon ab. Fang. Nimm dieses Mikrofon, linke Hand. Halt, rechte Hand, meins. Was ist jetzt offen? Ja? Streck deine Hand aus. Nicht fallen lassen, ist offen, ja? Yazam, türkische Biliyor musun? Nein. Welche Sprache? Persisch. Persisch? Farsi Mekino. Was? Der kann mir einfach alles. Hübe? Chuban? Merci? Chodaf? Es ist gut. Ich bin ganz normaler. Videospiele? Okay, aber ich habe nie gesetzt, gewettet. Leg deine Hand hier. Das siehst du, weißt du, warte mal kurz, ich liebe Magier. Alles, was du Zauberei zu tun habt, ihr wisst, ich liebe Harry Potter, aber abgesehen mal davon, als Kind, ich habe nur magische Shows. Ja, oh mein Gott, junge Shows! Magische Shows geschaut, ja. Magier zugeschaut, ich habe Tricks geübt, ich hatte immer so einen Kasten, wo ich so viel gelernt habe. Und immer, wenn sobald ein Magier im Raum ist und der macht irgendwas, ich bin immer so. Das fasziniert mich so sehr. Sie und Vater und Leute, die lieben Magie. Vater macht selbst so Tricks. Ja. Weißt du noch, wo der auf Insta Live war oder auf TikTok mit einem Magier? Wie heißt der? Umut, ja. Ja, Mann, das war so süß. Also ich, mein kleiner Bruder, wir lieben Magie. Deswegen, wenn er das macht, ich bin gerade so excited. Ich guck genau hin. Geil. Erklär mir als Normale, wie es ist, diese Manipulation zu machen. Wenn ich das machen wollte, wie würde ich das machen? Ja. Ganz einfach. Also, wenn man auf den Gegner setzt, einfach verlieren. Das ist so geil. Also FIFA ist dir bestimmt ein Begriff. Oh shit. Okay. Kannst du nicht machen. Deine Hand nicht bewegen, wirklich, nicht bewegen. Alles gut. Erklär mir nochmal. Der denkt sich schon, warum ich hier, ey. Nein, das ist eine Show. Nein, wird dir nie wieder einladen. Denkst du, du tötest zwei meiner Leute. Hey, ich finde, der macht den so sympathisch, der macht es so spannend. Ja. Und einfach nur so Fragen stellen, okay, aber komm, jetzt. Ja, jetzt ist aufregend. Er macht es so interessant. Ja. Mann, ich mag das. Erklär mir nochmal, wenn ich das morgen machen wollte, wie mache ich das? Erklär mal. Sag lieber Wahrheit jetzt. Also am besten gar nicht, weil es ist gar keine gute Sache. Du kannst einfach auf dem Spiel setzen und einfach verlieren oder halt gewinnen oder Tore reinlassen. Das ist ja nicht dieses Problem jetzt. Guck mal, der ist am Zittern. Ja. Spürst du diese Finger, was ich mache? Achso, ja. Spürst du das? Ja. Spürst du? Ja. Sag die anderen, was ich mache. Er imitiert meinen Puls nach. Lieblingsfarbe? Lila. Lieblingslied? Habe ich nicht. Lieblingsfilm? Habe ich auch nicht. Ist dein Story echt? Ja. Dieses Messerspiel kann ich jetzt nicht spielen. Das ist ein Glastisch. Es gehört Naim, geht kaputt. Danke. Nimm bitte Platz.
Er war standhaft, aber. Hast du die Augen gesehen? Hat gar nicht gezögert. Er hat nicht gezuckt, nicht gezögert. Boah, der ist auch schon vorbereitet, ja. Was hast du jetzt herausfinden können mit dem Test? Also, was? Aber warte mal, er hat sich noch eine Fragen gestellt, quasi so persönliche Fragen, aber jetzt nicht so Story. Er hat doch guckt, doch, er hat gesagt, Lieblingsfilm, dies und das und dann zur Story. Ja, er hat nur gesagt, dass seine Story war. Nein, er hat gesagt, er hat das Messer geholt, hat er gesagt, jetzt erklär mir nochmal so, wie so ein Vater. Ja, wie man manipuliert. Ja, und dann hat er es ja erklärt und er wollte ihn locker so Angst machen mit diesem Messer und dann, damit er es sehen kann. Verstehst du? Ich verstehe es nicht. Also jetzt erklärt das doch eben, warum warten wir eigentlich? Weiß ich nicht, Junge. Was ich hier gemacht habe, nur angedeutet, das und die vielen Fragen, Sprache ändern. Ich habe nur seinen Kopf erst überfordert, weil dann einer, der lügt, das kommt dann raus, wenn ich sage, ja, Lieblingsfarbe, welche Sprache, ja, Farsi, Salam, und dann frage auf Deutsch und dann kommt, manchmal. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Es gibt schon ein paar, die ich nicht sprechen kann. Na jetzt ernsthaft, wie viel sprichst du? Nahim, Bro, das sage ich nicht. Weil dann kommen die Leute, die holen mich wieder in Underground, so Labor, um weiter zu testen. Es macht keinen Spaß. Ja, mittlerweile denke ich, er ist wirklich von Yakuza. Ne? Also, Lügen oder echt? Bis jetzt, ich glaube ihm. Ich möchte die anderen zwei Stories hören, aber... Ja? Was sagst du, 4-7? Also dem glaube ich auch am meisten. Frankie, was sagst du? Ja, kann sein, diese Geschichte mit Spielen mal spielen, echt so? Das Alter ist so. Aber Millionär mal Millionär? Ex-Millionär. Ex? Jetzt ist ja kein Millionär mehr. Er hat dir verloren. Dieser Frankie hat das, der weiß erst jetzt nach 21 Minuten. Ich wollte nur sagen, ich glaube sogar ihm am wenigsten. Also, du kriegst auch kein Deutschhorn, alles klar, du glaubst ihn einfach gar nicht. Ne? Ja, das Ding ist, es ist so komisch, weil wir sind immer anderer Meinung wie Nahim und sein Team. Wir sind immer anderer Meinung. Aber die kriegen dann die richtigen. Nicht immer. Nicht immer. Ja, da ist mir muftig. Okay. Aber lass mal die anderen. Ja, würde ich auch sagen. Deswegen machen wir bitte mit dem hinten rechts einmal weiter. Okay. Der ist vorbereitet, Suit. Er sieht aus wie so. Ja, aber das ist er nicht. Ich glaube, dieser Anzug ist einfach nur für den. Kann sein. Das finden wir heraus, Frankie. Mhm. Hallo, mein Name ist Joshua Conradi. Meine Familie kommt von der Amalfiküste. Wir sind damals nach Sizilien rübergewandert und haben dort eine Plantagerie angefangen. So, das ist natürlich gut gelaufen, weil wir auf der Catania-Seite liegen. Sag ganz kurz, wie alt bist du? 20, habe ich es übersprungen, sorry. Wie heißt du nochmal bitte, Bro? Joshua Conradi, sorry, ich bin ein bisschen heiser. Er ist so alt wie ich? Cool, ich sitze hier in meinem Kinderzimmer, erst einfach mit Anzug und so. What the fuck, was geht jetzt ab? Hola, kann alles erstens eine Show sein und ich glaube ihm jetzt schon nicht. Er sieht ja richtig erwachsener aus. Ja, sag ich. Er sieht aus wie 28. Ja, aber ich glaube ihm irgendwie nicht. Ach, darüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn Leute sich so ein bisschen mit Anzug kommen, mit Hemd, mit so, weißt du, der Anzug, Sonnenbrille und alles. Dieser Anzug gehört ihm nicht mal. Der ist viel zu groß. Der ist viel zu groß. Der hat einfach nur irgendeinen genommen vom Papa oder so. Ja, safe. Also irgendwie, ich glaube ihm jetzt schon nicht. Aber wir hören erstmal zu, ne? Du stammst aus? Italien, Nigeria, beides. Deutsche Verwandten. Meine italienische Seite, Conradi, das ist österreichisch-deutsch. Wo aus Nigeria? Mein Vater kommt aus Lagos. Bist du da geboren? Nein, ich bin Amalfiküste, deswegen. Wir kommen ja von da. Und ich habe dann 14 Jahre auf Sizilien gelebt, auf der Catania-Seite. Und wir haben halt diese Plantagerie. Also das läuft gut, weil wir auf der richtigen Seite sind und so weiter. Da wir machen halt viel mit Früchten. Und je nach Saison gibt es dann auch sowas wie Schwertfisch, was wir halt rumlaufen. Der hat sich gerade wiederholt. Der lügt doch. Leute, der hat sich gerade wiederholt. Was er macht so Fisch, ne? Nein, macht so, wir haben eine Plantagerie und es läuft gut. Macht er so, weil wir machen ja irgendwas mit Früchten. Das hat er davor schon gesagt. Er hat genau das gleiche nochmal gesagt. Ja, weil er es ausgelernt hat. Ja, guck mal jetzt. Amalfiküste, deswegen. Wir kommen ja von da. Und ich habe dann 14 Jahre auf Sizilien gelebt, auf der Catania-Seite. Und wir haben halt diese Plantagerie. Also das läuft gut, weil wir auf der richtigen Seite sind. Alles klar. Es läuft gut, weil wir sind auf der richtigen Seite. Das hat er davor genauso gesagt. Ja. Oh, Tutti, sehr stark, Digga, aufmerksam. Sehr gut. Da wir machen halt viel mit Früchten. Und je nach Saison gibt es dann auch sowas wie Schwertfisch, was wir halt rumlaufen lassen. In der Regel füttern wir einfach nur die ganzen Eistielen, was Granita angeht. Ich weiß nicht, ob ihr Granita kennt. Das ist so ein Eis, das kennt man echt nur auf Sizilien und nicht mal in Italien eigentlich. Und ansonsten werden sowas so Sachen wie Orangen an den Rest von Europa geliefert. Ich habe mir mit 15 schon relativ früh mich dazu entschieden, nicht da zu leben, weil Sizilien ist halt einfach, es ist ein Dorf. Wir verdienen dort gut, weil wir halt fast die gesamte Insel versorgen, aber es ist halt nur so ein Dorf. So, da läuft nichts. Und deswegen habe ich dann mit 16 aus arbeitsrechtlichen Gründen mein vorzeitiges Erbe anfangen können, dank meiner Mutter, weil sie sich dafür eingesetzt hat, und meinem Opa, der jetzt verstorben ist. Und konnte nach Deutschland reisen, wo ich, wie gesagt, aus Österreich noch die Verwandten hatte, die hier im Neandertal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist in Nordrhein-Westfalen. Bin dort aber nicht sehr oft. Ich bin die meiste Zeit in den USA bzw. in Kalifornien. Ist halt einfacher, dort zu leben als Dunkelhäutiger.
How long? Erzählst du mir kurz deine Lebensgeschichte oder wie du die Millionen verloren hast? Er redet zu viel drumherum. Ja, wir haben bis jetzt nicht so mit den Millionen irgendwie. Ja, safe. Gehört, okay. Er versucht sehr detailliert zu sein, damit er nichts vergisst. Deswegen sagt er auch, meine Mutter und mein Opa, der jetzt verstorben ist. Weißt du, also so sehr, 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 sehr detailliert. Ja. So, nichts darf fehlen. Nichts darf fehlen. Did you live in California? Nein, ich lebe nicht, ich bin dort nur oft. Also fest sitze ich in den. Ich habe einen Freund, Vitalo Vatido, der ist in Miami. Du hast Sizilien, Süditalien verlassen mit 16. Wie lange hast du dort gelebt? 14 Jahre. Also wir haben zuerst drüber in Italien, in der Amalfiküste gelebt. Und dann 14 Jahre später bin ich dann gegangen. Allora parla italiano? Ja, sì, parlo italiano. Perfettamente. Un accento, dimmi un parlare, per esempio. Ma parlo con un accento siciliano. Andiamo a mai, per esempio. O dai, dare, parare. Ich glaube, so viel versteht er nicht. Ich glaube, er kann nur so wie, sich auf Bosnisch geschrieben. Ich kann so stararisch flatte. Weißt du, was ich meine? Akustik war Lapuno. Aber er redet jetzt so und der denkt schon so, oh, so viel kann ich gar nicht. Du suchst zwei, drei, vier Sachen. Wenn er jetzt reden kann, ich küsse sein Herz. Ich schwöre. Parole di Ard. Cresciuto non in Italia, in Nigeria. No, in Siciliano. Ich kann dich auf Deutsch sagen, ich verstehe mich mit Italienern nicht gut, weil wir Sizilianisch reden. Ah, ganz anderer Dialekt. Si, lo so, ich weiß das, ja, ja. Das ist brutal, die verstehen sich oft okay, nicht. Okay, also das ist alles echt. Soll ich weitermachen? Ich habe mein Geld halt, bin oft in den USA, ich habe dort, gebe ich halt vieles aus, weil ich habe eigentlich zuerst angefangen, hier in Deutschland zu feiern, deswegen, ich wollte erstmal aus Sizilien raus natürlich und dann hier in Deutschland kann man aber auch nicht so viel machen. Es ist in Köln, ist ganz gut, aber in den USA habe ich mir meist Geld ausgegeben und nicht mit so Finanzsachen, denn ein Freund von mir hat auch gesagt, wer einmal Millionär ist, der verliert sein Geld nicht durch falsche Investitionen, sondern durch Party. Und er hatte recht, in meinem Fall habe ich sehr viel ausgegeben. Ich bin aber kein armer Mensch. Also ich hatte 1,4 Millionen geerbt, habe ich das gesagt vorhin? Du hast Party gemacht. Richtig fettes, brutales Party. Wofür hast du denn da so? Leute, hier gibt es gerade keinen roten Faden. Ja, irgendwie. Er sagt erstmal, dass er ein Erbe bekommen hat, aber er hat nicht gesagt, dass es 1,2 oder was hat er gerade gesagt? 1,4 Millionen? 1, ich habe auch 6 gehört. Jetzt bin ich auch dass das Erbe über 1 Million war. Und dann sagt er, ja, das Erbe war übrigens über 1 Million. Also, habe ich das schon gesagt? Ich so, ja, weißt du warum? Er hat sich, glaube ich, etwas einstudiert, so lange. Und jetzt, weil die ja Fragen stellen, ist er ein bisschen rausgekommen aus seinem Konzept. Ja. Und jetzt versucht er wieder einzusteigen und sagt, so, habe ich das schon gesagt? Damit er weiß, was er schon erwähnt hat. Ihr kennt es doch, wenn ihr Referate in der Schule gehalten habt, die Lehrer haben dann plötzlich mit drin so respektlos Fragen gestellt. Ja, und du denkst so, Bruder, wie lange denkst du, habe ich das gerade einstudiert? Ja, gezogen. Ich so, Junge, ich habe geübt, 3 Tage. Ausgegeben. Ja, wofür geht man mit Party Sachen aus? Ja, erzählst du mir. Ja, also grundsätzlich gehen wir, also erstmal VIP ist natürlich von vornherein. Also wir sind hin mal bei den DJs. Ich komme an die größeren Sachen und nicht nur diese kleineren Miniclubs, sondern sowas wie die LA Pack, die Minones oder Gobs. Gobs ist zum Beispiel etwas, das ist ja auch nach Deutschland ausgewandert. Das gibt's in Shisha-Bar. Shisha, oder? genau, die Shisha-Bar, ja. Ich habe ein paar Kollegen. So, das Vorbild da ist in West Los Angeles. Und wofür hast du jetzt am meisten Geld ausgegeben? Ich gebe halt Sachen gerne sehr, also für Getränke für andere aus. Ich trinke selber nicht so viel Alkohol, weil. Ich kann auch so laut sein, weißt du, ich kann auch so aufgedreht sein. Ich verstehe die ganzen Leute nicht, die immer Alkohol brauchen. Aber wenn Leute irgendwie, wenn die nicht viel trinken, dann sind die immer so langweilig und deswegen fülle ich die dann gerne ab. Ach, du füllst die Leute ab? Ja. Ich gebe denen das halt aus. Weil ich meine, der dir das Geld, das ganze Trinken ausgibt, bei dem bleibst du auch. Deswegen habe ich die immer alle um mich rum und kann halt Leute einfach in den VIP-Reich holen, weil ich da halt viele Leute kenne, wie zum Beispiel DJ Sciami. 1,4 Millionen hast du geerbt. Von wem nochmal genau? Also jetzt, wo mein Opa gestorben ist, liegt das Geld bei meiner Mutter und meinem Vater. Hast du, als du in Deutschland gelebt hast, hast du da das Geld geerbt? Nee, ich habe das in Sizilien geerbt und bin damit dann gegangen. Weil ansonsten macht das keinen Sinn. Also ich wollte das schon mit 15 haben, aber... Ansonsten macht das sonst keinen Sinn. Nachher hast du das Konzept nicht verstanden, was er gesagt hat. Er denkt sich so, sonst macht es keinen Sinn, meine Story. Frag doch mal, ich hab extra das Ausländisch gelernt. Wie der Opa 1,4 Millionen erreicht hat. Ja, wie er das erreicht hat. Als ob das so... Ja, mein Opa hat 1,4 Millionen, wir haben es dann geerbt. Also vielleicht wenn ihr das nicht habt, so, what the fuck, etwas ist falsch mit euch. So. Das ist selbstverständlich. Er wird bestimmt sagen, durch diese Plantagerie, weil vielleicht ist es ein Familienunternehmen, ja, und so. Bestimmt. Aber er muss es sagen, ich will es hören. Ja. Ist dann nochmal ein bisschen anders. Durfte erst mit 16 gehen und bin dann aber auch direkt zu der, von meiner mütterlichen Seite, die Familie. Gibt es in Sizilien sowas wie Erbschaftssteuer und sowas? Nee. Sizilien hat nochmal ein anderes Recht. Das kann man ungefähr vergleichen mit Bayern. Also ist ein eigener Staat, ist ein Freistaat sozusagen. Weil Italien hat keinen Föderalismus wie in Deutschland, außer halt darauf bezogen auf Sizilien und Italien. So, da gibt es Unterschiede, aber ansonsten... Joshua, ich habe noch eine Frage, weil Frankie und ich, wir möchten etwas herausfinden. Und was ich jetzt sage und mache, das ist mit voller Respekt. Es geht nur um zuzusehen, ob die Story echt ist, ja? In die Kamera gucken, bleib da, diese Hand runter. Guck in die Kamera, gib mir deine Hand. Ja, ich dachte gerade, der will irgend so eine Frage stellen, macht so das mit voller Respekt. Er steht plötzlich nicht so, guck in die Kamera. Ich so, Bruder, was geht hier ab? Ich liebe sowas.
Frankie, wir gucken. Was für Marke hast du an? Weil ich bin auch selber Anzugtypen für 20, Bro. Du hast frische Style. Grundsätzlich immer Royal Class oder Balix. Kannst du hier reinschauen da. Viele Sachen habe ich aber auch, also grundsätzlich von meinem Opa geerbt. Zum Beispiel die Schuhe und die Hose. Die Hose passt nämlich zum Beispiel nicht hierzu. Also das sind das wollte ich eben sagen. Die Schuhe sind älter und die Hose sind drei Nummern für dich zu groß. Genau, das sind zwei verschiedene Sachen. Also die passen noch nicht mal genau zusammen. Ich habe nur versucht, das zusammenzumischen. Okay. Ich mag aber grau und blau und ich hatte keinen grauen. Danke, Bro. Danke dir. Okay. Kein Problem, gerne. Er ist Millionär und er hat keinen Anzug in seiner Größe. Er hat es ja vom Opa geerbt, vielleicht will er es so, weißt du, als so. Ja, oder er dachte sich, ey, ich muss aussehen wie ein Millionär und hat es von seinem Opa oder von seinem Vater bekommen, weißt du, was ich meine? Weil guck mal, dass die Hose zu groß ist, okay, tamam, er hat's vom Opa, sehr süß. Ja, würde aber ich wissen, was ist mit dem Hemd? Ja, genau, das Hemd passt halt auch nicht. Ich würde halt wissen, wäre ich ein Millionär und ich wüsste, ich müsste jetzt in 2 Wochen zu Naim Sky und müsste als Millionär auftreten, dann easy going, ich kaufe mir was, ich bin noch Millionär. Ex-Millionär, aber natürlich, weißt du, was ich meine? Er hat nicht 1 Million Leute, aber das heißt nicht, er hat jetzt nur 0 Euro auf dem Konto, sondern er hat noch vielleicht, können auch hunderte, tausend auf dem Konto. Ja, genau, genau. Aber hat nicht die Millionen geknackt. Okay, guck mal, das Ding ist nur, er wusste aber ein paar Marken, die so, weißt du, so diese High-Quality, so High. Ja, das kannst du auch lernen. Okay, yes. Ich glaube irgendwie nicht alles, ich bin irgendwie voll gegen ihn, also nicht so persönlich. Finde ich auch nicht so gut. Ja. Kennt sich aus. Warst du schon mal in Nigeria? Nigeria, nein. Ich habe halt an sich nichts damit zu tun, außer dass er hier. Aber Conradi ist halt ein österreichisch-italienischer Name, weil. Ich würde gar nicht so krass darauf eingehen, weil das kann ja alles stimmen vom Ding, sondern vielmehr, du hast viel Geld ausgegeben. Wie viel Geld hast du jetzt noch? Genau, das ist das Ding. Also ich mag diesen Titel Ex-Millionär, ich habe es auch gesagt, weil ich bin jetzt nicht arm. Ich habe vor 2 Monaten das letzte Mal auf dem Konto geguckt, da hatte ich 76 oder irgendwas mit 70.000, also 870.000, irgendwas damit. Ich weiß nicht, aber ich bin ja nur offiziell kein Millionär mehr. Das haben wir ja gerade gesagt. Nur weil es heißt Ex-Millionär, heißt nicht, dass sie nur noch 100 Euro auf dem Konto haben oder 0 Euro. Sie haben mehrere 100.000 noch. Aber weißt du, ob jemand auf YouTube sagt, wie viel Geld er auf dem Konto hat? Ja, what the fuck, als ob sie entführt werden? Ich habe so 800.000. Also 876 sind. Das glaube ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Was machst du jetzt mit deinem Geld? Wo liegt das? Auf der Bank. Wie gesagt, ich arbeite damit, also ich will das nicht investieren, weil dann habe ich ja nichts von jetzt, weißt du, ich meine? Weil ich habe immer noch die Rücklagen von meiner Familie. Also ich bin ja nicht rausgeworfen, also ich kann immer wieder zurückgehen. Ich habe mir das Geld genommen, damit ich gehen kann. Ich habe mit meiner Mutter geredet, deswegen, wie gesagt, er hat ja vorhin gefragt, meine Mutter hat das für mich gemacht. Hä? Er hat das Geld genommen, er hat jetzt so, ich glaube, 1,4 Millionen bekommen oder so, dann hat er das Geld genommen, so wie ich es verstanden habe, hat er das Geld genommen, um auszuwandern, damit er nach Deutschland kommen kann oder beziehungsweise oft auch in Amerika ist und so, oder? Ja. Und dann hat er viel Geld verloren, weil er viel feiern und so gegangen ist. Oh, weißt du, was gerade gar keinen Sinn macht? Jeder Millionär, den wir gerade hatten, Leute, ja, sagt, er lässt das Geld auf der Bank und investiert es nicht. Dann denke ich mir so, das Geld liegt doch nur auf der Bank. Wo ist der Sinn? Hä? Wenn du es investierst, kann es sich vermehren. Muss nicht, kann aber. Aber auf der Bank ist es safe. Da passiert nichts. Da passiert nichts, genau. Es kann nur weniger werden. Nee, irgendwie nee. Weißt du warum? Das sind dann alle keine Millionäre. Also klar, Leute, es gibt Millionäre, die investieren nicht und sowas. Es ist unwahrscheinlich, dass es gerade jeder sagt. Vielleicht ist wirklich der letzte Millionär. Weißt du, warum die nicht sagen, ja, ich habe nicht investiert und so? Weil sonst wissen die über Aktien ja, oder genau, Krypto genau. Oder und das ist zu schwer. Aber meine Mutter hat dafür eingesetzt, dass ich wirklich auch mit dem Geld gehen kann und was machen kann. Und vielleicht dann auch zurückgehe und die ganze Sache dann weiterlaufen lasse, also unsere ganze Plantagerie. Was sagt ihr? Schwierig. Schwierig, ja. Echt schwierig. Schwierig. Die Storys bis jetzt, die klingen alle glaubhaft. Die sind gut. Alles echt schwer. Ja, ich würde sagen, wir machen mit dem letzten einmal weiter. Komm schon, let's soften. Hallo zusammen, servus. Ich bin der Petrit, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Bayern, um genau zu sein, aus Kempten. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mama ist sehr, sehr früh verstorben. Ich war 2 Jahre alt, als sie verstorben ist. Ich komme ursprünglich aus dem Kosovo, muss man dazu noch sagen. Ey, und zwar alles im Krieg. Ey, wenn der Asiate jetzt noch Albanisch kann, Junge, dann... Ich wollte gerade fragen, glaubst du, der kann Albanisch? Weil Albanisch ist auch ein bisschen eine schwierigere Sprache, ne? Also habe ich gehört von anderen Leuten. Viele sagen, Albanisch klingt sehr schwer für sie. Und deswegen denke ich mir so, wenn er jetzt in dem Albanisch redet, dann wird sie ganz Albanisch aus, gell? Wahrscheinlich, dass er ein Albaner ist, Digga. Jahre alt, dass sie verstorben ist. Ich komme ursprünglich aus dem Kosovo, muss man dazu noch sagen. Und zwar alles im Kriegsgebiet. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen. Mein Papa ist im Jahr 2010 wieder zurück nach Kosovo gegangen. Ich bin in dem Jahr dann wieder bei meiner Tante geblieben. Ich habe noch eine ältere Schwester. Und mein Papa hat in Kosovo ein Hochzeitsunternehmen gegründet. Gerade in Kosovo gibt es ja diesen übertriebenen Boom. Ich wusste irgendwas mit Hochzeit, weil wenn die diese Bilder einblenden, bevor der geredet hat,
Dann das letzte Bild, was eingeblendet wird, ist immer das, was passiert. Zum Beispiel bei diesem Ralf war es ja mit dem Kamin und da wurde so ein Brand eingeblendet. Bei ihm wurde so ein Hochzeitsbild eingeblendet. Ja, darauf habe ich gar nicht geachtet. Echt? Ich hab's, deswegen wusste ich irgendwas mit Hochzeit. Egal. Ich habe meine Augen geschlossen. Ich so, unnötige Sequenz. Egal. Ja. Vorstellen von Hochzeiten, von Feiern, von Verlobungen etc. Ihr habt bestimmt selber albanische Freunde, ihr habt das selber alles schon mal gesehen oder gehört. Wart vielleicht selber schon mal auf einer. Ihr müsst euch vorstellen, mein Papa war einer der größten in diesem ganzen Gebiet. Der ist leider jetzt auch nicht mehr da. Mein Papa ist auch vor 4 Jahren verstorben, 2018. Beileid. Ja, die Sache ist die, dass wir hatten eben dieses Hochzeitsunternehmen. Das gehört meinem Papa. Meine Schwester und ich haben in Deutschland noch unsere Schule fertig gemacht. Wir haben die ganze Zeit bei unserer Tante gelebt in der Zeit, wo mein Papa dann eben im Kosovo war. Als mein Vater 2018 verstorben war, war ich 17. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt schon volljährig und verheiratet. Sie hat das Geschäft dann mit meinem Schwager übernommen, haben das Geschäft dann verkauft, weil die keine Ahnung von dem ganzen Zeug hatten. Mein Papa hat das ganze Zeug alleine aufgeboten und es ging es eigentlich immer gut, muss ich sagen. Problem an der ganzen Geschichte ist, ich war noch 17, ich war nicht volljährig. Ich hatte eine deutsche Staatsangehörigkeit, meine Schwester hatte die kosovarische Staatsangehörigkeit. Das waren 2,2 Millionen Euro, für die dieses Hochzeitunternehmen verkauft worden ist. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben für Größen, unter anderem AZs kleine Schwester Albina oder auch Jensilla, Kida, die ganzen Gruppen. Was sind die AZ, Junge? Ihr geht doch AZ rein, Junge, sieht gut aus. Aus Prinzip, weil er jetzt Albaner ist, kann ich ihn gar nicht so unsympathisch finden. Weißt, kennst du das? So, ich hätte gesagt, er ist Albaner. Ich so, ja, bestimmt. Also ich würde sie gönnen, wenn du... Er ist safe, willst. Leute. Ich finde auch, er hat gar nicht gestottert. Albaner können gar nicht lügen. Weißt du, schon ganz auf den. Nee, wir sind hier ernst. So. Ja. Wenn du lügst, dann lügst du. Ja, ich war. Ein albanischen Musiker. Unter anderem auch Politiker haben wir die Hochzeiten veranstaltet. Wir hatten auf jeden Fall einen Namen. Wir hatten einen riesen Namen in Kosovo. Warum ich Ex-Millionär bin, ihr müsst euch vorstellen, das Ganze wurde durch 2 geteilt. Quasi auf 1,1 Millionen für mich, 1,1 Millionen für meine Schwester. Problem, meine Schwester hatte die ganzen Rechte an den Konten. Erstens, ich war noch in Deutschland, ich musste meine Schule noch fertig machen. Ich sag euch mal so, das ist, glaube ich, nicht so cool, wenn man von der eigenen Familie abgezogen wird, gerade wenn man beide Elternteile verloren hat. Ich weiß nicht, ich sag bis heute immer noch, das war mein Schwager, meine Schwester ist bis heute eigentlich immer ein guter Mensch gewesen, aber es ist halt scheiße gelaufen. Es ist so, wie es ist. Die haben mich abgezogen. Dieses ganze Geld habe ich niemals gesehen. Ich habe versucht, gerichtlich in Kosovo damit klarzukommen. Diese 1,1 Millionen gab es auch komplett erbschaftsfrei. In Kosovo gibt es keine Erbschaftssteuer. Quasi, wenn ich etwas erbe, bleibt es zu 100%. Aber weil ich eben noch nicht volljährig war, war dieses Konto in den Händen von meiner Schwester und meinem Schwager. Bis heute habe ich keinen Cent davon gesehen und wir versuchen eben gerichtlich damit vorzukommen. Ach, du hast gar nichts. Ich habe gar nichts gesehen. Oh mein Gott. Das ist krass. Das heißt, das Geld, also das Erbe von 2,2 Millionen, ja, wurde einmal geteilt, weil beide Eltern sind gestorben. Mhm. 2 Kinder, jeder kriegt die 50-50, also ja, dementsprechend 1,1 Millionen. Aber weil er ja noch minderjährig war und er hat eine ältere Schwester, die wahrscheinlich dann auch zu dem Zeitpunkt verheiratet war, ja, hatte dann Zugriff auf beide. Auf beide Konten, ja, genau. Und Junge, wenn die Schwester es gemacht hat, sehr, sehr ehrenlos. Ja, das ist eigenes Blut. Das Ding ist, aber ja, eigentlich ist der Mann von ihr. Ja, bestimmt der Mann von ihr. Das Problem ist, ich kann sowas gar nicht nachvollziehen, weil guck mal, du hast 1,1 Millionen. Warum willst du dann nochmal 1,1 Millionen? Weißt du, dann, ich würde. Weil Leute gierig sind. Ich weiß, aber wenn es um Familie geht, da gibt es doch gar keine Gier. Ja, aber ich. Der Mann. Guck mal, die Schwester denkt sich so, ey, nein, das ist mein kleiner Bruder oder so. Du weißt, wenn Leute verheiratet sind, die tun alles für den Partner. Manchmal, der Partner hat mehr Einfluss. Dann tut man auch manchmal was gegen die Familie, nur weil man den Partner liebt. Ja, das ist halt krass. Autsch. Wenn das stimmt, gell, dann tut es mir richtig leid. Den hätte ich ganz nach vorne gesetzt. Ja, ja, der erzählt es auch richtig gut. Er wirkt schon glaubwürdig. Mann, jetzt habe ich Angst, dass es daran liegt, weil er Albaner ist. Scheiße. Nein, jetzt, ich habe davor schon gesagt, oh mein Gott, ich habe davor schon gesagt, ich glaube, der erste oder der letzte war alle anderen unglaubwürdig. Ja, finde ich auch. Das ist krass, das ist hart. Aber dann heißt ja, dann bist du ja eigentlich kein Ex-Millionär, weil... Stell dir so vor, wenn du geboren wirst, richten deine Eltern ein Konto für dich ein, wo die jeden Monat 50 Euro auf dein Konto überweisen, dass wenn du irgendwann mal 18 bist, dieses Geld bekommst. Heißt, dieses Geld gehört dir, das ist dein Geld, okay? Das ist dein Geld. Jetzt, bevor du 18 wirst, deine Eltern haben eine schwere Zeit, die brauchen Geld und ziehen das Ganze raus. Deinen Eltern gehört dieses Konto, aber es ist das Geld, was dir zusteht, auf jeden Fall. Ja, weißt du, was du meinst, aber eigentlich gibt es ja nur 2 Optionen. Entweder du hast das Geld nicht oder du hast es. Ich hatte nur keinen Zugriff drauf. Das ist so, wie wenn du ein Fett... Hä, wer hat das Geld? Also, es steht bestimmt, es ist bestimmt auf seinen Namen alles überwiesen worden, weißt du, wie er es geschrieben hat. Ja, genau, wenn es auf seinem Konto lief, auf seinen Namen, weißt du, was ich meine? Und dann, das ist ja wie, genau, das mit dem Sparkonto, was er gerade gesagt hat. Voll viele Eltern sagen doch so, ey, ich leg irgendwie monatlich, keine Ahnung, 200 Euro auf so ein Sparkonto. Und dann, wenn ein Kind 18 ist, dann gehört alles dir. Ja, das wollte ich gerade sagen, Bruder. Echt? Bruder, ich darf nie aufkommen. Oh, sorry. Alles gut, ich liebe dich. Sag's doch nochmal und dann schnell draußen noch. Vor der Tür stehen hast, aber kein Führerschein. So, es ist dein Auto, kannst du halt nicht damit fahren. Ein Jahr später schrottet dein großer Bruder das Auto und fertig. Was sagt ihr? Krass, ne? Also wäre ich der, ich hätte diese Schwester getoastet ein bisschen, weißt du? Also komm schon real rüber, weil ich glaube, obwohl, gab's hier irgendwelche Lügner, die
die jetzt so mit Familie gestorben und so weiter gespielt haben. Ja. Kann sein, dass die Geschichte stimmt, aber... Es kann ja auch sein, dass der Teil stimmt, aber der andere genau, Teil aber die Million nicht stimmt, ja, kann auch sein. Kann ja auch zum Beispiel 200.000 geerbt haben oder so in Real. Patrick. Petrit. Petrit. Zdravo. Govorim serbska? Nein, kein Serbisch. Albanisch. Albanisch. Albanisch? Kein Albanisch? Kein Albanisch. Kein Albanisch. Ich wusste es. Das Ding ist serbisch, beziehungsweise so bosnisch und so. Ich kann es ja auch wissen. Ich habe ja vorhin gesagt, so Kakusi, Stada, so diese paar Sachen. Weißt du, was ich meine? Aber ich muss euch aber auch sagen, Albanisch, so... Albanisch, serbisch, bosnisch, kroatisch. Das Ding ist, wenn du serbisch kannst, ja, finde ich auch. Wenn du serbisch kannst, kannst du bosnisch, kannst du kroatisch. Dann hast du drei Länder abgedeckt. Weißt du, was ich meine? Wenn du albanisch kannst, Bruder, dann hast du nur Kosovo und Albanien. Weißt du? Also das so, ne? Aber ich wusste, er kann kein Albanisch. Ich wusste auch, er kann kein Albanisch. Das ist warum zu kompliziert. Auch? Warum sollte er auch die Sprache können? Das wenn er es jetzt kann, dann nimmt er uns gerade raus. Aber ich wusste, er kann nicht. Bro, kein Albanisch. Ich hätte irgendetwas labern sollen, Bro. Ich hätte dich auseinandergenommen. Ja, ich weiß nicht, ja. Wie machen wir das jetzt? Also mein Problem ist, ich habe keinen gesehen, der offensichtlich fake für mich rüberkam. Deswegen... Doch, ich finde Mitte. Der Ralf, meinst du? Also wir müssen jetzt einen rauswurfen. Ich habe eine Frage an den Vertriebler und zwar, wie viele Mitarbeiter hattest du, als du 7 Millionen Vermögen hattest? Ich korrigiere nochmal, ich bin kein Vertriebler, sondern Unternehmer. Und ich hatte keine 7 Millionen, sondern 2,4 Millionen war die gesamte Firma wert. Mein Anteil war 50%, 1,2 Millionen. So, die Company hatte 50 Mitarbeiter. Was habt ihr für einen Jahresumsatz gemacht? 36 Millionen zum letzten Jahr. Das ist ordentlich. Wow. Realistisch, ja. Also ich würde vom Bauchgefühl her Mitte rausvoten, weil die Sachen hier 6, 7 Millionen auf dem Konto liegen lassen und so. Damit gar nichts machen, das ist, macht man nicht. Würde ich auch erstes als Fake rausschmeißen. Wollen Sie irgendwas nur sagen? Können Sie uns irgendwie überzeugen? Also wenn man flüssig bleiben will, kann man das Geld nicht anlegen. Ich will mein Geld nicht angelegt haben und dann kein Zugriff haben. Was war die größte Zahlung ans Finanzamt? Das muss gewesen sein, ich schätze mal 3-4 Millionen müssen es gewesen sein. 3-4 Millionen? Und was hast du in dem Jahr an Umsatz gehabt und was war der Gewinn? Also durchschnittlich würde ich sagen, vielleicht waren es 13, 14, 15 Millionen, aber nicht durchgängig. Umsatz oder Gewinn? Umsatz. Gewinn weitaus weniger. Was war der Gewinn? 1 bis 2 Millionen im Jahr. Da musstest du 3 oder 4 Millionen an Steuern. Da musst du 3 Millionen Steuern zahlen. Das macht keinen Sinn. Wenn du 1,4 Millionen Gewinn hast, nicht Umsatzgewinn, ist ja was anderes. Und du zahlst 3-4 Millionen Steuern, das geht doch gar nicht auf. Wo willst du da hin? Der Gewinn wird doch nur versteuert. Nicht der Umsatz. Das macht gar keinen Sinn. Nee. Warte, oder? Ralf, bist raus. Ja doch, nur der Gewinn wird versteuert. Ja, natürlich. Ja, auch soll ich sagen, aber... Brauchen wir doch drüber reden? Hä? Der ist raus. Das macht gar keinen Sinn. Du kannst nicht 1, 2 Millionen verdienen und 3, 4 Millionen Steuern zahlen. Natürlich geht das. Ich habe doch Verlust. Warte, nein. Wenn du Topverdiener bist, dann zahlst du ungefähr die Hälfte. Das kommt ungefähr hin, ja. Es waren mal eine gewisse Menge. Ja, genau, doch, das stimmt. Wenn er 1,2 Millionen macht, dann zahlt er die Hälfte. Weißt du? Ja. So, ja. Ne, doch, war doch richtig. Was Nami gerade meint, ist die Reichensteuer. Jetzt bin ich kurz Steuerberater. Ja, aber die Reichensteuer, guck mal. Das Höchste, was du zahlen kannst, ist die Hälfte. Zum Beispiel Monto oder so zahlt so viel. Weißt du, was ich meine? Weil er ja übelst viel. Das hat er mir auch gesagt, ja. Genau, ja. Letztens Geld stimmt. Aber wenn sein Gewinn 1,2 Millionen ist, dann kannst du von 600, 700 Euro oder so rechnen. Also 1,2 bis 1,3 Millionen. Dann nein, bei 1,2 Millionen zahlt er doch schon 50%. Steuern, ja. Warum? Wie viel ist denn die Hälfte von 1,2 Millionen? Achso, ich hab verstanden, 1 bis 2 Millionen. Ja. Er hat nicht 1,2 Millionen gesagt, er hat gesagt 1 bis 2 Millionen. Achso, ich dachte 1,2 Millionen. Nein. Okay. Wie ruhig das wird. Und die Steuern zahlen musste, mal waren es auch weniger Millionen. Also ich habe das nicht genau im Kopf. Was hast du mit deinem ganzes Geld gemacht damals? Wir haben Urlaube gemacht, ganz gut gelebt, aber nicht im Übermaß. Mir ist es wichtig, dass ich flüssig bin und auf Probleme schnell und gut reagieren kann. Und wenn das Geld angelegt ist, bringt mir das nichts. Ich habe dann keinen Zugriff auf das Geld. Das sagen Menschen, die denken, dass so Millionäre denken. Ja, genau. Und ich bin da kein Millionär mehr. Das ist das Problem. Was bringt mir denn angelegtes Geld? Wer redet denn so? Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Das mit dem angelegten Geld, das macht gerade irgendwie gar keinen Sinn. Das macht schon die ganze Zeit keinen Sinn. Ich könnte die ganze Zeit sagen, dass es keinen Sinn macht. Das ist offensichtlich. Ich meine, er hat doch eine Immobilie geholt. Da hat er auch das Geld rein investiert und dann wächst es, weißt du? Er will sich anlegen, weil er keinen Zugriff drauf hat. Aber er kann doch jederzeit das Geld wieder rausholen. Ich glaube, er checkt das nicht so ganz. Ich hoffe, wir sind uns einig, oder? Ryan? Ja, auf jeden Fall, ja. Brady? Ja. Also danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest es einmal bitte rausgehen.
sind es noch vier. Okay, ich würde sagen, wir voten jetzt mal den nächsten raus. Ja, ich glaube, der nächste auch da ganz hinten, ja. Der hat ja auch nichts mit seinem Geld gemacht, ne? Nur Party. Nur Party. Ich wäre für Mitte. Sag mir mein Bauchgefühl. Sage ich auch, ja. Also du hast 800.000 Euro auf deinem Konto. Und ungefähr, ich kann nachschauen gehen. Möchtest du einfach feiern, Party machen? Ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt arbeiten oder was? Ich bin 20 Jahre alt, was soll ich denn da machen? Soll ich jetzt in der Fabrik arbeiten oder so? Hast du eine Uhr? Ich habe eine Uhr zu Hause, aber ich trage sowas nicht so oft, weil wir in Sizilien tragen wir immer ziemlich wenig. Darf ich fragen, was für eine Uhr hast du? Was ist das für eine Uhr? Das ist nicht meine, die ist von meinem Opa. Ja, ich weiß, wirklich ziemlich schätze. Ja, wie gesagt, ich habe viel von meinem Opa. Das ist auch von meinem Opa. Also das, wie gesagt. Glaube ich dir, es könnte sein. Aber was für eine Uhr ist das, was du geerbt hast? Einzelmarke. Also ich kenne die Marke nicht. Ich kann dir die Marke wirklich nicht sagen. Er kennt die Marke nicht. Wie viel gibst du an so? Nee, der ist sowieso raus. Er kennt die Marke nicht. Er deckt alles mit seinen Lügen, deckt er ab. Ja, von meinem Opa, wegen meinem Opa. Ja, das ist alles von meinem Opa. Alles, wo man denkt, das könnte eine Lüge sein, deckt er mit seinem Opa ab. Weißt du, ich meine? Ja, ich meine, guck mal, wenn wir jetzt eine Uhr haben, die 200 Euro kostet, so kaufen wir jetzt solche Uhren, ja? Und du weißt, ich mag nicht, aber ich sage 200.000 Euro. Dann ist okay. Nee, 200 Euro. 200 ja, Euro. Ja. Aber wenn er eine Uhr hat, die ist dann richtig, richtig viel wert, er weiß nicht mal die Marke. Nee, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Also das ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Oh, die haben ihn jetzt so nah rausgegeben. Ja, er war schon die ganze Zeit raus. Ja, er kann direkt Dings raus. Ja. Abend aus im Club? Hey, Frage, Santa Monica machst du mehr so, je nachdem, LA-Pack-Zeug wäre so 20.000 bis 30.000 am Abend. An also, einem Tag. Also Peak, ne? Also ganz Peak, wirklich, das ist ein ganz krasser Abend. Ne? Du willst mir gerade sagen, du gibst 20.000 oder 30.000 an einem Abend aus, da holst du ja Flaschen, das machst du ja, weil du eine gewisse Außenwirkung erreichen willst, du willst ja flexen, ne? Flaschen holen und so, aber trägst keine Uhr. Aber was soll ich denn mit der Uhr, ist ja dann Geldverschwendung oder nicht? Geldverschwendung? Nein. Geldverschwendung ist Flaschenlauf. Aber den ganzen Club abfüllen wollen, ja, ey. Hör doch auf. Okay, aber die Uhr hat ja trotzdem noch den Wert. Da habe ich ja was von, ich trage ja nichts zum Flexen, weißt du, sonst würde ich ja auch, keine Ahnung, würde ich mir Sneaker oder irgendwas. Ja, du gehst ja in den Club, um zu flexen. Nein, eben ja nicht, sonst würde ich mir ja eine Uhr anziehen. 30.000 gibst du aus, weil deine Jungs Durst haben, oder? Nö, man kriegt natürlich viel rum, also viel mit Mädels und du kriegst ja den ganzen halben Club um dich rum dann. Warum sollen wir dir jetzt glauben? Joshua, du gehst ins Club, Party machen, nicht um zu flexen. Nicht um zu zeigen, was ich habe, sondern irgendwie, wer ich bin, im Sinne von, ja, ich bin der coole Typ, der alles ausgibt. Warum machst du das? Warum? Das ist doch Flexen. Das ist Flexen. Was ist denn Flexen denn nach deiner Er kommt Definition? Auch so sehr ins Stottern. Ja, nee, er wird auch jetzt nervös, er denkt sich, fuck, Digga, was laber ich hier eigentlich? Er weiß selber nicht, glaube ich, er ist gerade ein bisschen lost. Oh, Digga, ist nicht so schlimm. Geh einfach raus, Joshua. Es macht Spaß, weil ich bin daran gewöhnt, niemanden zu kennen und so weiter und wie gesagt, generell in Italien. Wie viele Flaschen sind das, wenn man 30.000 ausgibt? Das geht doch gar nicht. Hast du irgendwas gekauft? Autos oder Schmuck? Bin ich der Typ für. Willst du mir gerade sagen, du hast 1,4 Millionen und gibst das nur für Partys aus? Nichts anderes? Ja, Wohnung halt, ne? Ich muss halt auch immer da wohnen. Dann für, zum Beispiel, wenn ich 2 Monate da wohne, dann wohne ich in Santa Monica halt. Das kostet. Es gibt entweder die Typen, die interessiert das alles nicht, aber dann gibst du auch nicht 30.000 an einem Abend aus. Oder es gibt die Typen, die interessiert das, die holen sich dann Flaschen ohne Ende, aber die holen sich dann auch dicke Autos, noch eine Uhr dazu, ja, noch genau. Schmuck. Das ist das volle Programm. Ja, genau, es ist unwahrscheinlich, dass er sich so sehr auf dieses Feiern konzentriert, aber dann kein dickes Auto hat, keine dicke Uhr, keine dicke Wohnung, weißt du? Wenn, dann schon alles, oder? Ja, und nicht investiert und gar nichts. Also nur Party, oder wie? Das macht doch gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt bei ihm so hängen bleiben. Ich weiß auch nicht, er ist doch von... Was wollt ihr denn noch wissen? Er ist der Offensichtlichste gewesen, der rausfliegen sollte. Oh. Egal, komm, kick den. Auch flexen, um richtig zu flexen, ja. Ich komme aus einfachen, sagen wir mal traditionelleren Verhältnissen. Also wir haben sowas nicht. Traditionell? Ja, aber dann passt das mit den Partys trotzdem nicht. Achso, hast du auf Sizilien, warst du mal da, hast du mal irgendwann so ein Bentley oder sowas? Wollen wir noch diskutieren? Na, raus. Sind wir uns einig? Ja. 100%. Ja. Ja. Okay, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Boah, der ist endlich. Traurig. Ja, der in der Mitte raus und dann passt's. Ja. Andreas, ich habe eine Frage, eigentlich für alle drei, aber angefangen, Andreas. Wenn du nächste Woche dein ganzes Geld zurückgewinnen könntest durch die Good Investments, was würdest du diesmal anders machen? Gute Frage. Zu jetzigen Zeitpunkt, das ganze Geld, ich würde 60% der Gelder gerade jetzt in Krypto investieren, weil der Markt down ist. Und den Rest würde ich in Immobilien reingehen. Was für Immobilien? Mehrfamilienhäuser sanieren, verkaufen oder sanieren, halten. Stabil. Ich finde ihn bis jetzt am authentischsten. Was hast du dir gekauft, als du die Millionen hattest? Ich habe mir damals selbst Photovoltaikanlagen gekauft. Du konntest ja den Strom verkaufen. Das war quasi auch ein Cashflow. Und ich habe mir eine Eigentumswohnung damals gekauft. Was hast du für
Konsum ausgegeben? Ich habe auch Party gemacht. Ich meine, ich war 24, 26. Ich bin durch die Welt gekommen. Ich bin zum ersten Mal nach Monaco gefahren, beziehungsweise geflogen damals. Hast du auch Flaschen gegeben? Manchmal auch, ja. Also ich glaube, der teuerste Abend in Monaco war schon 7.000 Euro. Du hast ja gesagt, du hast eine Ex-Frau. Das ist halt realistisch. Wenn er sagt, mein teuerster Abend je in meinem Leben in Monaco, das war 7.000 Euro. Das kann, wenn man das so hochrechnet, er hat für jeden eine Flasche ausgegeben, dann kamen Frauen, jeden was ausgegeben, hier und dort, weißt du? Vielleicht berechnet der noch einige Sachen dazu, die ich jetzt nicht nennen will. So, aber der andere Typ, dieser Joshua, hat gesagt, pro Abend 30.000 Euro und das macht er ja immer. 30.000 Euro, jedes Wochenende. Aber guck mal, ich hab das mal gehört, bei wem war das jetzt in irgendeinem YouTube-Video, war das bei Leroy, dass Ron Bilecki, der gibt gefühlt immer über 10.000, 20.000 Euro aus, wenn er irgendwo hingeht. Ja, aber wenn er Urlaub macht, wenn er in den Club geht, über Silvester und so. Ja, aber Ron ist ja sowieso nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber es gibt ja so Leute, die machen richtig viel Geld, haben dann irgendwie so Millionen und danach geben sie es nur noch aus, haben gar kein Gefühl mehr dafür. Ja, aber ich finde ihn halt irgendwie realistischer. Was das angeht. Ja, auch allgemein, er war ja, 7.000 ist schon besser. Und dann noch Monaco, weißt du, das ist eher alles teuer. Wie viel Geld hast du ihr gegeben? 30.000 offiziell und noch eine Summe inoffiziell. Ganz locker flockig geantwortet. Ich finde ihn bis jetzt am authentischsten, ne? Dafür selbe Frage für Yazam. Was würdest du anders machen? Ich würde auf jeden Fall nicht wetten. Was würdest du dann mit deinem Geld tun? Ist eine überforderte Frage. Wenn ich mal eine Million bekommen sollte, so, die ich auch rausgeben könnte, weiß ich nicht. Was hast du eigentlich mit dem Geld gemacht, als du eine Million hattest? Also ich hatte ja die Million ja nicht so lange gehabt. Ich habe die einen Monat lang gehabt und dann kam ja schon ein Gerichtsprozess. Also ich konnte die Million ja nicht mehr ausgeben. Hast du keine Pläne mit dem Geld? Leider, also ich habe halt gar kein Interesse an Autos und Uhren und sowas. Also ich bin auch gar nicht in sowas drin. Das glaub ich ihm sogar. Aber die Frage ist dann trotzdem, warum hast du das Ganze? Du hast das Ganze ja gemacht, weil du Geld verdienen wolltest. Das heißt, irgendwas willst du ja mit dem Geld anstellen. Ich habe halt, wie gesagt, ja keine richtige Zukunftsbasis gehabt. Also wie gesagt, mit Hauptschulabschluss. Und was willst du halt da machen? Also da musste ich ja irgendwas, ich wollte ja eh aus der E-Sports-Pause raus. Und genau, das war quasi so der letzte Schritt. Ich wollte quasi noch so viel Geld machen wie möglich damit und damit dann aussteigen. Aber dass ich dann rausfliege, das war nicht geplant. Okay. Petrit. Ich finde, ja, bevor wir jetzt zum Album kommen, ich finde, der in der Mitte, er wirkt wie so ein Typ, der wollte mal mitmachen und der dachte sich, der kennt sich ein bisschen aus mit dieser E-Sportler-Sache und so. Ja, und dann könnte er echt damit überzeugen. Er ist auch weit gekommen, gell? Er ist hier Top 3. Aber ich finde ihn sehr unauthentisch. Er wirkt so wie so ein Typ, der will Lehramt studieren, ist ganz chillig drauf, mit dem kann man so chillen. Der chillt bestimmt mit ABK und so. So sieht der aus. So ein Witziger, weißt du, Schweine? Nein, er kommt hier irgendwie so ahnungslos rüber. Ja, keine Ahnung, was mit dem Geld ist. Keine Ahnung, was ich tun würde. Und ich wieso habe ich das überhaupt gemacht? Weil ich Geld wollte, aber warum ich Geld wollte, weiß ich auch nicht. Ja, er versucht alles, was auf jede Antwort sagt, er weiß nicht. Zum Beispiel Lieblingslied weiß ich nicht. Weil er weiß so, dann kann man nicht detailliert darauf eingehen. Wenn du es nicht weißt, was soll man da noch fragen, weißt du? Ach, ja, nee. Selbe Frage, aber bei dir, es geht nicht um Geld zurückgewinnen, sondern das, was du sagst, dir zusteht. Wenn du dein ganzes Geld nächste Woche hättest, was machst du mit das Geld? Also ich würde auf jeden Fall die Wohnung von meiner Tante abbezahlen, die sie jetzt eben noch am Abbezahlen ist. Würde ich auf jeden Fall machen, weil sie eben für mich wie eine zweite Mama war. Ich würde bei mir in der Firma, wo ich jetzt gerade arbeite, würde ich auf jeden Fall auf Teilzeit umsteigen. Ich würde nicht kündigen, aber Teilzeit auf jeden Fall. Alles andere würde ich auf mich zukommen lassen. Ich würde natürlich investieren, aber leider bin ich nicht in der Branche, um das sagen zu können, wohin ich investiere und was, wie viel ich investiere. Ich habe eine Frage an dich. Was war für... Das ist halt vernünftig, weil er weiß dann, er hat die Million, aber er hört nicht direkt auf zu jobben, sondern arbeitet immer noch so ein bisschen. Ist auch gut für die Psyche, wenn du ganz aufhörst zu jobben, ist auch schlecht für dich, gell? Aber er hat dann schon mal das Geld safe, so für die Zukunft. Später, wenn er Frau hat, Kinder hat, Haus hat, was er nicht. Seine Antwort war eigentlich richtig perfekt, weil er war eigentlich offiziell Millionär, aber er hatte das Geld nie gesehen und er hat nie als Millionär irgendwie so diesen Lifestyle gelebt oder hatte das Geld so auf dem Konto, dass er sagen kann, ey, ich kann das Geld jetzt ausgeben, ich fühle mich jetzt auch wie Millionär. Er hat einen normalen Lifestyle und deswegen, selbst wenn er die Million hat, will er, glaube ich, diesen Lifestyle, den er jetzt immer hat, so trotzdem weiterleben. Weißt du, das ist auch voll schlau. Sonst verlierst du dieses Gefühl, was wir vorhin genannt hatten. Ja. Ist der Grund, jetzt hier mitzumachen bei dem Format? Einfach nichts. Ich wollte einfach hier mitmachen. Habe jetzt keinen Grund, weil... Er sagt die ganze Zeit so, ja, eigentlich. Keine Ahnung. Also, was meine Intention war, keine Ahnung. Also, kommen wir erstmal in meine Lage. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die jetzt in dem Bereich tätig sind. Wir haben angefangen mit Sportwetten. Also, ich glaube, es ist eher der kleinere Teil. Also, mein Bauchgefühl sagt, dass er raus sollte. Ja. Also ich würde ihn mal am ehesten rausbauen, jetzt von den dreien. Wie viel habt ihr eure Solaranlage verkauft?
Schau mal, das war so, dass es gab eine Einspeisevergütung. Das heißt, du hast einen gewissen Betrag bekommen, wenn du den Strom verkauft hast. Und desto niedriger er wurde, desto günstiger wurden auch die Photovoltaikanlagen. Das heißt, als wir anfingen, kostete ein Kilowatt zum Beispiel 4.000 Euro. Und als wir die Firma verkauften, kostete er da schon bei 1.800 Euro zum Beispiel. Ihr wart also nur die Vermittler sozusagen, ne? Wir hatten ganz normal kooperiert mit Fabriken in China, haben mit denen zusammengearbeitet. Wie heißt die? ET gibt es zum Beispiel eine Firma. Mit wie vielen Firmen wart ihr denn kooperiert? Locker 20, 25 Firmen. Wo sind die Firmen? In welche Städte? Ich war oft in Shenzhen, Guangzhou. Das waren eigentlich die zwei Städte, wo ich am meisten war. Dann gab es noch kleinere Städte, aber die kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber die zwei Städte kann ich mich ganz klar. Hongkong war ich auch häufig. Nishuo Zhongoren? Ich kann nur Wajiao, Andreas. Okay, okay. Wen würdet ihr jetzt am ehesten rausvoten von den dreien? Mein Bauchgefühl sagt der Yasam. Mitte, ne? Ja. Yeah. Ich tendiere eher zum Kandidaten Petrit. Aber das ist schwierig bei ihm, weil er hat ja die Millionen nicht. So, er kann ja kein Ex-Millionär sein, nur weil er ein Konto hatte. Vielleicht war auf diesem Konto nicht eine Million, sondern, so wie der gesagt hat, 1,1 Millionen. Vielleicht war da weniger. Wir müssen da noch ein bisschen nachhaken. Das Ding ist, für mich ist Mitte raus, weil es ist zu heftig eigentlich. Für mich ist auch Mitte Manipulation. Raus. Das ist komplett crazy. Du hast 3 Jahre auf Bewährung bekommen, oder? Wie hoch war die Strafe? Eine 6-fällige Geldstrafe. Wie hoch? Genau? Will ich nicht sagen. Kannst du auch sagen, du hast doch schon gesagt, 6-fällig. Bleib wo du bist. Der hängt sich die ganze Zeit. Oh, kommst du mal zu mir, lass mich schreien. Ja, Junge. rede weiter mit Nahim. Ja. Guck, Nahim. Guck hier. Frag noch eine Frage, Nahim. Ryan bringt mich hier durcheinander. Nahim, guck, was passiert. Gib ihm Petrit Mikrofon. Nahim, frage ihm irgendwelche 2 Fragen. Und während er antwortet, guck hier. Hast du noch Kontakt zu deiner Schwester? Gar nicht, überhaupt nicht. Nahim, siehst du das? Siehst du das? Ja. Sobald du redest mit einer anderen, dann fangt diese an. Das vertraue ich nicht, das ist mir jetzt suspekt. Weil ich glaube, er versucht, dieses Pokerface so ganz blank zu halten. Und wenn du mit Petrit anguckst und mit ihm redest, dann fangt diese an. Ja. Also ich finde auch. Also deswegen ist mein Bauchgefühl, das vertraue ich nicht. Also ich denke, Hochzeitsunternehmen machen schon sehr, sehr viel Geld, über 1 Million und so weiter. Vor allem in Kosovo. Also würdest du jetzt sagen, Mitte auch raus? Mitte auch raus, oder? Ja, also das ist eher glaubwürdiger als Mitte. Okay, das heißt Mitte raus. Ja. Frankie, Mitte? Ja. Also hast du es echt gut gemacht, aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwas. Es wirkt, nicht so authentisch, weißt du? Deswegen musst du einmal bitte rausgehen. Der denkt sich, endlich, bitte, ich will gerade sein. Ich meine, der kommt die ganze Zeit zu mir. Der wird zu Hause heulen, der wird sagen, ich habe mich so wohl gefühlt. Das Ding ist, es ist das erste Mal jetzt wieder, dass wir mit der Jury übereinstimmen. Ja, ja, eigentlich war das geil. Sehr, sehr selten so. Aber jetzt, ich bin jetzt voll dabei. Ich safe. Hey, Finale, ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. So, ja. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir sind schon recht gut. Hoffe ich. Am Ende werden wir komplett hops genommen. Das sehe ich auch schon wieder kommen. Also mein Bauchgefühl sagt, dass der Rechte die Wahrheit sagt, weil bei ihm war halt alles schlüssig. So. Es gab nichts, wo ich sagen würde, okay, nee, das stimmt nicht. So von dem, was er erzählt hat. Und er hat auch recht locker immer geantwortet. Also ich muss nicht viel diskutieren, ja. Du musst nicht diskutieren? Ich will nicht diskutieren. Ist das. Ja? Petrit, kennst du dich aus mit diesem Hochzeitsgeschäft? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich weiß, ich habe ein paar Sachen mitbekommen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie man das Ganze leitet. Okay, kein Problem. Aber du weißt, dass es einen Boom gab. Auf jeden Fall. In Bosnien. Auf Kosovo. Wann? Es hat alles angefangen, nachdem Kosovo ein eigener Staat wurde. Und die ganzen Leute sind ja vom Krieg ins Ausland geflüchtet. Ob Österreich, Deutschland, Schweiz. Leute machen sich selbstständig. Die Leute wollen zeigen, okay, uns geht's gut. Die Kinder haben geheiratet. Man wollte zeigen, hey, schau mal, wir sind so eine tolle Familie. Ah, schau mal, wir können uns diese Hochzeit leisten. Ach, guck uns an, wie schön unsere Braut ist. Und genauso läuft es ab. Es geht hauptsächlich nur darum, wer die schönste Hochzeit hat, wer am meisten Gäste hat. Und die Politik geht mir auf den Sack. Ich sag's dir so, wie es ist. Das ist alles echt. Sowieso. Das ist alles sowieso. In Kosovo so mit diese Tupona und dann ganz viel Rauch und ganz viele Gäste, ganz viel Essen und so größeres Kleid. Ja, große Frisur, viel Make-up, große Torte. Ja, ich auch nicht so unbedingt, gell?
Aber in Kosovo vor allem, da ist es so. Umso größer die Hochzeit, desto mehr Leute werden da sein, desto mehr Leute werden sprechen. Hast du gesehen, von der die Tochter? Ja, wow, ja, wow. Ja. Weißt du, Kosovo ist das so. Echt. Die Augen gesehen und jetzt nächste Frage. Dieses Geld, was du nicht hast, sag mir, wie du dich fühlst. Dieses Geld hat meine Familie kaputt gemacht. Dieses Geld hat meine Beziehung zu meiner Schwester kaputt gemacht. Aber dazu kann ich sagen, dieses Geld hat meine Tante und mich näher gebracht. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ohne dieses Geld ist aus mir ein Mann geworden. Die Leute können sehen, dass aus mir was geworden ist. Und ich war trotzdem ein schönes Auto. Ich habe trotzdem tolle Freunde um mich herum. Scheißegal, ob ich Geld habe oder nicht. Ich habe einen guten Job und darauf bin ich stolz. Stabil. Stark, stark. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er das Geld vielleicht wirklich geerbt hat. Aber es waren vielleicht so 20, 30.000 oder so, weißt du? Das kann auch sein. Jetzt ist die Fake-Story, dass er sagt, es waren 1,1 Millionen. Ich habe mal eine Frage an Andreas. Andreas, genau, Andreas. Okay, warte mal. Also, dass der Albaner, dass irgendwie sowas in der App passiert ist, das kann ich mir sogar irgendwie vorstellen, weil sich sowas auszudenken, ist voll unwahrscheinlich. Wenn du daran denkst, jetzt du musst zu Naim gehen und du musst einen Millionär darstellen, dann kommt dir nicht so eine Geschichte in den Kopf. Das ist sehr unwahrscheinlich so. Also deswegen finde ich ihn schon glaubwürdig. Aber vielleicht sind es nicht Millionen gewesen, weißt du? Das ist der Punkt, der mich so ein bisschen schützt. Das hat der Naim eben gesagt. Das war bestimmt sehr, sehr viel Geld. Ja. Weil, guck mal, wenn es ein Hochzeitsunternehmen war und es lief sehr gut und AZ war auch dort, dann sollte es auch nicht vergessen. Hallo AZ, oder? Ja, nee, aber dann waren es safe. Das waren hunderttausende Beträge. Glaube ich auch. Und deswegen kann es sein, dass es auch eine Million war. Ja, safe. Aber der Rechte wirkte für mich ein bisschen glaubwürdiger. Ich bin so zwischen den beiden irgendwie. Es braucht so eine Kopfschussfrage. Weißt du, was ich meine? Der Rechte ist safe immer noch Millionär. Der ist kein Ex-Millionär. Deswegen ist auch so locker so, ja. Was machst du denn jetzt aktuell? Weil du kannst ja sozusagen dasselbe nochmal machen, oder nicht? Richtig. Ich habe jetzt 2 Krypto-Unternehmen. Bin auch selbst in Krypto investiert. Und bin was für Krypto-Unternehmen sind das? Einmal ist das so ein NFT-Community. Das heißt, wir investieren, beziehungsweise die Menschen lernen bei uns in Krypto zu investieren und mit deren Geld richtig umzugehen. Das ist das eine. Das andere ist ein Move-to-Earn-Projekt. Move-to-Earn, so wie Steppen, oder wie? Ich sag so doch, er wirkt wie so ein Typ, der dir so schreibt, ey, komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja, Er hat ja gerade gesagt, er hilft Leuten, wie die mit ihrem Geld umzugehen haben. Obwohl, und so, weißt warte mal, die haben doch immer alle eine Message. Safe, der ist schon Millionär, der bubbelt nur. Und der tut dann am Ende und sagt, genau, so tut dann so, ja, ich bin Ex-Millionär, bla bla. Ich zeige euch aber, wie er jetzt mit Geld gut umgeht. Und das hat er irgend so ein Projekt oder so, wie die Leute dann dazu. Ja, kann auch so sein. Oh Gott, wir müssen ihn nehmen. Aber wir haben Hunde, walk your dog. Das heißt, du gehst mit deinem Hund spazieren und verdienst Cash. Wie funktioniert das dann? Du kaufst dir einen NFT-Hund. Das große Ziel ist, durch das Spiel den Menschen beizubringen, eine gute Beziehung zu Hunden. Wie lange hat das gedauert? Ich feier den einfach während der Rede. Er steht auf und guckt seine Körpersprache dabei. Oh, what the fuck? Dass du jetzt Millionen bekommen hast? Bitte, Vermögensmillionär erstmal in 2 Jahren und dann mit dem Verkauf des Unternehmens, im 5. Jahr, habe ich dann die Millionen als Summe gehabt. Wie lange bist du jetzt in Krypto- oder NFT-Geschäft? Circa 1 Jahr. Bist du schon auf dem Weg zu Millionen? Ja, ich denke jetzt auch durch den Dump and Pump geht es wieder richtig schneller als bei Solaranlagen? Könnte sein. Aber was will er damit sagen? Jeder hat doch eine bestimmte Körperhaltung. Ja, ich verstehe auch nicht, was er damit sagen will. Und verhält sich beim Reden anders. Also, dass die so wippen oder dass der zum Beispiel jetzt so seinen Arm hält und so dabei redet. Ich weiß nicht, ich finde, er wirkt eigentlich ziemlich entspannt. Weil jede Körpersprache hat ja eine Bedeutung. Google jetzt nicht, nein, Tutti, okay. Google jetzt nicht nach Körperdingen. Er macht es doch schon, wir brauchen nichts zu einem von euch. Ich geh so hinter Horner. Aber wieso bist du denn in Krypto reingegangen? Also du hast ja die Kontakte noch zu Solaranlagen und wieso hast du das einfach nochmal neu gemacht? Nein, ich habe ja das zweite Unternehmen gehabt, das war LED-Technik und Smart Home. Dann hatte ich keinen Bock überhaupt mehr auf das Unternehmertum. Bin dann nach Bali gegangen, habe dort ein Haus gekauft, also die Geschichte ging dann weiter. Und das heißt, ich wollte mit der Welt nicht mehr viel zu tun haben, weil das also Solargeschäft war früher wie so ein Trading-Geschäft. Du warst 24-7 immer track. Jetzt ist Krypto halt ein sehr, sehr geiles Thema. Ich lebe ja in Barcelona, habe sehr viele Freunde, die Kryptomillionäre geworden sind und dadurch habe ich sehr gute Mentoren, eine sehr gute Community um mich herum aufgebaut und natürlich folgt man den Leuten, die da auch mit erfolgreich sind. Patrick, Naim hat noch 2 Fragen für dich. Wie ist jetzt gerade der aktuelle Stand da bei dem Gerichtsprozess? Es gibt noch gar kein Verfahren, wir sind dran. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, weil ich ja die deutsche Staatsangehörigkeit habe und meine Schwester die kosovarische, ist es erstmal schwer dagegen vorzugehen, weil ich habe meinen Standort in Deutschland, heißt, ich müsste erstmal über Umwege eine Anzeige erstatten und bis das Ganze durchgeht, das würde alles dauern. Wir sind auf jeden Fall dabei, wir machen das. Die Frage ist halt jetzt, aber wie lange das dauert. Mein Bauch. Ich verstehe gerade nicht, was er macht. Ich finde es ein bisschen unhöflich vielleicht, während jemand redet, dahinter den so nachzuhalten. Ja, es lenkt erstens richtig ab und zweitens, wenn er irgendwie kurz was machen möchte und das ist so effektiv und das bringt etwas, tamam, ich würde es feiern. Ja. Er macht es seit 2 Minuten und ich weiß gerade nicht, was er machen will. Und es lenkt mich ab. Egal, ich finde, der Albaner hat vielleicht ein bisschen eine verspanntere Dings. Also man sieht sein Arm ist die ganze Zeit so und er versucht irgendwie zu gisten. Also er ist ein bisschen verspannt, weißt du? Er will locker wirken. Ja, glaube ich auch. Ja.
sagt, dass der rechts die Wahrheit ist. Mein Bauchgefühl sagt auch rechts. Ich sage rechts. Links finde ich ein bisschen, bisschen wackelig, oder? Also Ryan, was sagst du? Rechts real? Ich sage rechts real. 4-7? Rechts real. Frankie? Okay, ich sag auch rechts real, das heißt, du müsstest einfach da rausgehen. Ich weiß es gar nicht. Ich sag auch rechts real. Ich glaube, ich würde sogar rechts sagen, aber ich habe das Gefühl, links kann man nicht ausdenken. Einer rechts, der ist wirklich, guck mal, er redet wie ein Millionär, er verhält sich, er konnte jede Sache beantworten. Das ist es halt. Und safe, er hat sich von der Frau, safe, die Frau war das größte Problem, weil die haben sich scheiden lassen, er musste so viel abdrücken. Bestimmt auch mehr als 30.000. Ja, der hat ja gesagt 30.000 offiziell, aber unoffiziell hat er dann noch genau, da ist richtig viel Geld weggegangen. Ja, da ist er von einer Million bestimmt runter auf 900.000. Oh, nein. Er ist knapp vor den Millionen und will die mit euch sprechen. Also, join the club. Ja, Marcel. Danke dir auf jeden Fall. Dankeschön, okay, dass ihr mich zugehört habt. Geil. Alright, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Auflösung. Das heißt, wir drehen uns einmal alle um und dann sehen wir, wer der echte Ex-Millionär ist, Alter. Boah, ich bin so gespannt, ne? Let's go. Let's do it. Okay, wir drehen uns nicht um, ja? Nee, gar keine Augen. Hast du gleich Bock auf eine Waffe mit Nutella? Tutti, kurz diese belgischen Waffe. Oh, Bentley. Ist doch Bentley, oder? Ich will mich nicht blamieren. Ja. Aus der Schweiz? Ist das Schweiz? Aus der Schweiz! Der kam doch... Nein, oder? Sag mir nicht, das ist der Albaner. Achso, okay, okay, okay. Achso, wegen Millionär. Ja, ja, okay, okay, alles klar. Ja, er ist es! Ich weiß nicht. Hä, hey, doch, er ist es! Warte, warte! Du weißt, manchmal, die machen das mit Absicht. Ja! Ja, okay, Digga. Wichtig! Ja, wichtig! Guck mal, der! Der ist Küppelsprache! Hat dein ganzer Einsatz zu mir! Oh mein Gott! Also Andreas, du bist der echte Ex-Millionär. Das ist richtig und bin wieder auf einem guten Weg, Millionär zu sein. Das glaube ich dir. Ach so. Jetzt sagt der Join the Club, Digga. Ist dein Auto? Ist das in deinem Vermögen mit drin? Ja, ist mit drin. Ist meine für die Personal Brand ein bisschen. Und gibt es bei euch irgendwelche Teilwahrheiten oder so? Oder ist alles 100% erfunden? Also bei mir ist der Großteil eigentlich wahr. Ich gebe auch das meiste meines Geldes aus in Clubs. Nur die Zahlen habe ich ein bisschen verändert. Aber an sich ist schon alles wahr. Also aus 3 Euro wurden 3 Stunden. Spaß natürlich. Also auch so die Verhältnisse. Ich gebe nichts für Uhren aus. Also alles stimmt, außer die Zahlen? Ja genau, dass ich Ex-Millionär bin. Eigentlich bin ich Millionär, weißt du. Also bei mir stimmt gar nichts. Das dachte ich immer. Ja, ja. Es tut mir unfassbar leid. Also bei mir ist auch von Anfang bis Ende alles gelogen. Also da hat komplett. Aber kein Scheiß. Schon Albaner aus dem Kosovo. So, aber so, ich mag meinen Job auch bei mir auf der Arbeit. Ich bin gerne in meiner Firma. So, ich habe gute Freunde und so. Aber hast du Schlag gemacht? Alter, weißt du, was das Problem war? So, ich habe mir eigentlich so eine ähnliche Story ausgedacht, nur ohne Sterben und so. Ich stehe da hinten und ich höre mir die Geschichten an. Ich denke mir so, Alter, ich habe verkackt. Ich schwör's euch, ich habe gedacht, ich habe verkackt. Warte, selbst was mit deiner Family war. Ich wollte eigentlich gar nichts mit. Digga, ich hatte noch mein Beileid. Mein Sohn ist in YouTube, guckst du, ne? Alle sagen, dein Sohn sagt, das ist wirklich, Bruder. Deswegen ist er dachte sich so, okay, Leck, ich muss ein bisschen mehr draufdrücken. Ja. Und aber, Bruder, mit Tod. Aber das will ich nicht vorsichtig. Ja. Also, boah. Ja, eigentlich alles gelogen. Also, ja, ich zock FIFA, aber das war... Oh, nee, das hätten wir jetzt alle nicht erwartet. Ich hätte keine Ahnung. Tim, wo die Fragen jetzt sind, so keine Ahnung. Leute, das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr. Ja, schön einschalten. Morgen kommt auch ein langes Video. Aber Leute, wir gönnen uns, ja? Ja. Wir gucken zusammen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.